Scherngeld. Leute, wir gehen rein. So, also, neues Spiel. Sprache Deutsch. Klar, bin ich doch dabei. So, also, Leute, jetzt gehe ich rein. Zusammenreißen, Disziplin. Und wenn ihr euch unsicher seid, schickt es dem Gorhorn vor, weil der nimmt die Bullet. Wir können auf sicher spielen. Monster sind weit, weiterhin gruselig, aber nicht tödlich. Nein. Ich möchte die Gefahr sehen. Ich möchte mich gruseln. Du hast echt einen Schuss. Warum? Oder wir machen normal. Monster sind gefährlich, tödlich. Du musst schleichen und dein Gehirn entsetzen. Oh je, jetzt wird's schwer. Um zu überleben, so wurde das Spiel entworfen. Oder wir machen sicher. Nee. Normal. Normal gehen wir rein. Normal, na klar. Na klar gehe ich rein. Normal. Check jetzt aber. Baka, Kisa, bleib hinter mir. So. Ey, wenn ich Angst hab, dann werde ich richtig sauer. Vielen Dank nochmal, Elmo. Dankeschön. Und vielen Dank, Marv, für 9 Monate. Hallo, putz ich auf. Es geht dir gut. Und für ein schönes Wochenende. Bis jetzt. Liebe Grüße von meiner verlobten Vicky. Marv, schöne Grüße an die Vicky zurück. Vielen Dank. Dankeschön. Die Realität ist das Nächste, was nicht verschwindet, wenn man aufhört, dran zu glauben. Ach so ist es. Simon, bist du in Ordnung? Ich glaube, du blutest. Okay, Simon. I think you're bleeding. Oh, that's nothing. Ach, das ist gar nichts mehr. Hört einfach nicht mehr auf zu bluten. Das hat man nicht so. Here, take this. No, that's for later, for the scan. Das ist schon wieder Chili-Salz von der Miss Evil. Nein, ich will das nicht nehmen. I need to tell you something. Simon, okay. Please don't make this weird. No, it's not like that. Why now? Oh, ich sollte dich vielleicht auf die Straße schauen. David Mashi. Why is there never enough time? Mit dem Tasche im Match Cup. For what? Hey, wer weckt mich da auf? Das ist mir auch im Ausgang zu meinem Geburtstag. Alle haben angerufen. Das ist mal, da weißt du, da geht was Gimpft auf. Nein, Oma, ich kann jetzt nicht. Genau sowas zu meinem Geburtstag. Ich bin aufgestanden. Um 7 Uhr. Warum? Weil die Oma zum Geburtstag um 7 Uhr schon angerufen hat. Um 7 Uhr in der Früh. Genau so war's. Jetzt nervt mich das. Ja, und dann geht man ran, weil es nervig ist. Oma, was ist? Yeah, I'm up. Hi, Simon Jarrett? Yeah, that's me. Ich. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. So? Are you all right? Yeah, yeah, hey, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Okay. Well, I'll see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. Okay, also, ich habe einen Hirnschaden. Das vermutet ein und andere Hater vom als mein Zuschauer auch. Aber den habe ich nicht. Das Problem bei mir, ich habe einfach eine zu große Großhirnrinde, die gegen die Gehirnwand drückt. So, also steht jetzt. So, wo bin ich hier? The tracer fluid. Wo habe ich die Tracer Fluid? Wo habe ich meine Flüssigkeit? Wo habe ich meine Flüssigkeit? Ist sie unterm Bett? Ist sie nicht? Hab wieder nicht aufgeräumt, die Scheiße da. So, also. Wie nennt man jemanden, der so tut, als würde er etwas werfen? Einen Scheinwerfer. Der war ein guter Witz. Chat, wo bin ich da? Chat, schön, dass ihr alle da seid. Ich mach grad Spaghetti. Ich mach grad Spaghetti, Chat. Wer mag Spaghetti? Bombinator. Mach grad Spaghetti. So. Also, wo ist meine Flüssigkeit? Radioactive tracer fluid. Radioaktive. Wer hört denn da so laut Musik? Das ist aber auch unangenehm. Da ist aber auch richtig laut Musik. Wer ist denn das? Das sind doch schicke. Oh. 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 Was haben wir da? Einen Videokassettenrekorder. Alex, da haben wir doch. Und was haben wir da? Oh. Massive Recoil. Oh, das ist mein Lieblingsfilm. Der ist mein Lieblingsfilm mit Johnny Depp. Fernsehen? Right. Watching TV gives me headaches now. Also, thank you, brain. Dann schaue ich lieber nicht. Okay, also. Dana, okay, ich habe kein CD. Ich kann hier nichts schauen. Was ist das für laute Musik da? Hallo, wer spielt denn diese laute Jugendmusik? Das sind sicher wieder die Kinder draußen. Kann ich aufmachen? Nee, kann ich nicht. Ist da irgendwo meine Flüssigkeit? Kann ich da rausschauen überhaupt? Schau, wie... Oh, ja doch, klar. Summer's coming. Hope it's a good one. Und das, da bin ich, und da bin ich manchmal so. Ja, nur? Also ist das Spiel zu laut? Okay, Chat, wenn das Spiel zu laut ist, sagt's gerne Bescheid. Chat, also hier. Und hier bin ich ganz manchmal. Und dann schaue ich gerne zum Beispiel, der Black Forest. Der Black Forest in der Früh, zu, wie er seinen Kaffee trinkt. Das machen wir öfter. Und dann winkt man uns.
So. Aha. Da tue ich immer schauen. Weißt du, da tue ich auch immer unten schauen, ob auch der Postler pünktlich kommt um 9 Uhr in der Früh. Da schaue ich immer. Wenn der zu spät kommt, den zeige ich an, die Drecksau. Schaue ich immer runter. So bin ich. Alter Spanner. Na, was, wenn mein ganzer Tag nichts zu tun hat? Der spannt der Putzi uns beim Duschen. Auch das. Da oben zum Beispiel öfter. Satania da oben. Hier, dieses Fenster. Satania wohnt da. Gamermut, die wohnt da unten. Die macht jetzt einen kleinen Garten mit Sonnenblumenketten. Ne? Die Manni wohnt da hinten. Manni wohnt da hinten. Der Schokovampir wohnt unter mir, der ist Nachbar, der bringt mir immer, der macht immer Sauerkraut. Und dann wirft, und dann immer unten, hier brauchst du nur Sauerkraut, und ich Schokovampir nehme ich. Und dann immer, da ist Schokovampir, krieg ich wieder, gell? Mach's eh brav Sauerkraut. So sind wir. So, und hier bin ich so. Hier bin ich, ne? Schön. Und was ist das Spiel jetzt, ne? Also so, Prost, gell? Guten Morgen. Ich bin auch der Gockelhahn. Ich bin ja auch der Gockelhahn in der Nachbarschaft. Ich bin ja dann so da, zum 6 Uhr in der Früh, Kikiriki! Und dann sind alle munter. Ne? So machen wir das. Ne? Also, so. Also, damit auch die, weißt du, die Jugend schläft so lang. Der Timolo ist bis 12 mittags im Bett. Ne? So, also. Jetzt gehen wir mal weiter. Was haben wir da noch? Oh, ein kleinen Figur. Was haben wir da noch? Ah, ein Liebesbrief vom Promenator. Was ist das? Kann ich das auch lesen? Achso, das ist ein Rezept oder wie? Was ist das? Toronto. Na, da war ich auch noch nie. Okay, gut, brauche ich nicht. Was habe ich da? Das ist aber ein schönes Foto. Da hat wieder die Lilma Web ihre Stinkefüße fotografiert. Sehr schön. Was haben wir da noch? Was? Oktober Domination. Ah ja. Ah, sehr schön. Und danach kommt dann immer vom Heisel mit dem Sauerkraut. So ist es. So, Chat, jetzt gern Liebesbrief von da, vom Crutone bekommen. Also, von David Manchi. Ich wollte Ihnen mehr abermals für die Teilnahme an unserem Forschungsprojekt danken. Das Scan wird in der Pace Laboratories in Toronto durchgeführt werden. Aber da wir selbst Gäste sind, ist unser Zugang ein bisschen unvorhersehbar. Ich werde versuchen, eine Scan-Session für Samstag anzusetzen. Sobald das bestätigt ist, werde ich mich wieder bei Ihnen melden mit freundlichen Grüßen. Der David. Wir sagen auch, wir sind auch bei Du. Wir sagen, David ist okay. Oh, das habe ich jetzt geschrieben. Herr Jared, es freut mich zu hören, dass Ihre Kopfschmerzen nun weniger häufig... Warum habe ich Kopfschmerzen? Also, weil ich einen Unfall gehabt habe. Ihr jüngstes Ergebnis zeigt, dass sich Ihr Gehirn langsam erholt. Wie es sich aber an die Schäden anpassen wird, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Blutungen werden mindestens noch für die kommenden Monate anhalten. Und wir werden uns einige Mal im Krankenhaus besuchen müssen, um das Blut aus dem Hohlraum abzuleiten. Ich blute im Hirn drin, oder wie Pantalamo? Okay, wir wollen verhindern, dass durch das Blut Druck aufgebaut wird. Da sich exzessiver Stress tödlich auswirken kann, habe ich Ihnen Prazosin gegen Ihre Albträume verschrieben. Bitte lesen Sie Packungsbeilage, nehmen Sie das Präparat entsprechend ein. Okay, mache ich. Ich nehme das jetzt ein, Samstag frei. Herrlich. So. Hi Jesse, da du es wahrscheinlich nicht vergessen hast. Ich habe send. Does it matter? Also, I told him about it. Hallo, dein Schnauze, ich lese gerade. Da du es wahrscheinlich vergessen hast, möchte ich dich hiermit daran erinnern, dass ich morgen diesen Arzttermin habe, also nicht zur Arbeit kommen werde. Das bedeutet, dass du dafür sorgen musst, dass du den Laden noch rechtzeitig aufschließt. Bitte pack auch die Kiste hinter dem Tresen aus, da sich langsam aber sicher zu einem Arbeitsplatzgefahr entwickelt. Tendenziell verkaufen sich Bücher viel besser, wenn sie im Regal aufgestellt werden. E-Mail senden. Na klar. So, also, E-Mail ist versendet. E-Mail ist versendet. Hab noch dazu geschrieben, mein kleiner Hasenpups, also spielen wir einen Dude mit Hirnschaden. Genau, den spielen wir gerade. So, Chat, also, so. Was haben wir da? Ah ja, da haben wir es doch schon. Die Chiara Lane und den Promenator. Ja, ich lese auch noch Bücher in Papierform. Sternrotz, du bist aber sehr altmodisch. Das kann ich mir doch gerade. Oh, Licht an. Und wieder aus. So, was haben wir noch da? Oh, eine Kamera. So, was haben wir noch? Oh, ein USB-Stick. Kann ich den einstecken? Nee. Gut, was haben wir da noch? Ein Objektiv. Schöne Fotos. Oh, ich bin doch ein toller Fotograf. Was ist das? Ein Kaffeebecher. So, was haben wir da noch? Achso, das war so ein Stativ. So ein Objektiv. Oh, Entschuldigung. Gehen wir wieder rein. Oh, gehen wir wieder rein, gell? So, also, schmeiß weg den Mist. So ist es. Super. Oh. Ja, das kommt, wenn ich darum bete, die Partys World, dass sie vielleicht ein bisschen die Blumen gießt. Das kommt davon. Partys World, danke, dass du Blumen gegossen hast. Na, was haben wir da? Die Bluse von der Die Fuchsi. Ice Devil, er macht alles kaputt. Ice Devil, ich mach gar nichts. Die Unterhose vom Ice Devil, alles haben wir da. Was haben wir da? Was ist das?
der Alien. Gut. Hey Simon, it's Jesse. You working this weekend or what? Ich muss arbeiten. Ich weiß. Okay. Was ist es? This weekend or next? Muss ich jetzt arbeiten am Wochenende? Ich will nicht. Liebe vermisst dich. Okay, tschüss, also. I swear, okay. That guy has the memory of a goldfish. Gut. Well, I got the email off. He must have caught up by now. Sehr gut. Leute, ich brauche die Medizin. Wo ist meine Medizin? Wo habt ihr meine Medizin gelassen? Nee, das nicht. Wo ist meine... Hallo, ist da meine Medizin drin? Oh, da hab ich ja von der Gemmo das Badesalz bekommen und sowas, ne? Bist du deppert? Na, das gibt's doch nicht. Afro-Kings! Wie geht es dir, mein Schatz? Afro-Kings! Wie lange hast du deine Vorhalt? Afro-Kings, bis ca. 19 Uhr. Wir machen jetzt Sonntag immer 15 bis 19 Uhr. Machen wir immer neue Zeit. Afro-Kings, wie geht's dir, mein Schatz? Schön, dass du da bist. Und da hinten sitzt der Afro-Kings. Der ist immer gerne nackt. Da schaue ich aber noch lieber hin. So, wir gehen weiter. Wo ist meine Medizin, Chat? Ich brauche meine Medizin. So, Medizin, hallo! Medizin! Nee, das sind Tassen. Nee, auch nix. Leute, ich brauche meine... Wo ist meine Medizin? Ich finde nichts. So, hallo, ist da drin meine Medizin? But fast food. Should buy something healthy. Oh, Salat! Okay, was haben wir da? Oh, brauche ich auch nicht. Nee, wo ist meine Medizin? Da! Was ist das? Ah, die Pasta. Nee, wo ist meine Medizin? Scheiße. Leute, wo ist... Hallo? Ich Liebesbrief? Was ist das? Was? Sin Jared. Oh, das ist an mich. Ich habe viel Post bekommen. Okay, so. Ja, geht. Bin meine Schiene los und fang langsam mit mir an zu laufen. Afro-Kings, was hast du gemacht, du verrückter Hund? Aber freut mich, dass dir wieder besser geht, mein John. Schön, dass du da bist. Freut mich wirklich. Alter Zuschauer, einer meiner Ältesten, würde ich auch sagen. Leute, wo ist mein Scheißdings? Oh, Putzspiel in den Sommer. Habe ich noch nie durchgespielt, Leute. Ich bin noch im Apartment und ich bin jetzt schon überfordert. Hallo, aufmachen. Wo ist es? Wo? Leute, ich finde das Scheißding nicht. Was haben wir da drin? Nix. Wir räumen das wieder auf. Ice Devil, bitte könntest du aufräumen? Du Liste. Oh, na ruhig. Wir gehen was essen. Oh, die frisst wieder so viel. Laidback! Oh, kauf mal was Gescheites, du Spachtel! Laidback, bist du deppert? Vielen Dank für 20er runter! Laidback, ich spachtel mit dir eine schöne Pizza. Laidback, vielen Dank für deinen Support, Dankeschön! Laidback, wie wär's mit einer Pizza mit uns beiden, ha? Eine schöne Lasagne. Laidback für unsere Lasagne, vielen Dank für 20er und danke für deinen Support, Dankeschön! Laidback, wie geht's da? Schön, dass du da bist, vielen Dank, danke für deinen Support, Dankeschön! Oh, Laidback, danke. Laidback, gut, früher sage ich aber nicht mehr. Vielen Dank, Leute, wo ist meine Medizin? Wo ist meine Medizin? Bist du deppert? Juli, ich kann es auch sprechen. Leute, wo ist meine Medizin? Das gibt's doch nicht. Wo ist die denn? Hä? Bin ich blöd oder blind? Vielen Dank nochmal, Laidback. Dankeschön. Vielen Dank, mein Schatz. Leute, wo ist denn mir die Medizin? Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon... Weiß das keiner? Du kannst doch den Kühlschrank nicht offen lassen. Doch. Wo ist meine Wo ist denn? Hallo, hier? Ich hau die Lasagne mal rein, ne? So, also. Oh, Hagebutsum, das ist wirklich Laidback und ich... Laidback, na klar. Weil jetzt sage ich's. Weil ich... Weil sich dein Name umgeändert. Leute, wo ist meine Medizin? Wo ist meine Medizin? Der frisst auch noch Fast Food. Schau, wie unhealthy der ist. Im Schrank? Was ist das für eine... War das eine Schranktür? Ich weiß halt nicht, wo. Also, hier irgendwo drin? Nee. Übrigens, ich möchte nur eines sagen, gell? Die ganze Unordnung, die ich mache, die macht's ihr wieder aus, gell? Im Bad. Im Bad? Und wo? Hä? Wo? Nee, da auch nicht, da auch nicht. Hä? Da drin? Im Bad? Hä, wo im Bad? Wo? 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 Hier? Nee, das Papier? Wo? Ich... Hab ich's übersehen? Vielleicht... Schrank beim Telefon. Da vielleicht? Nee? Oder du hast die schon alle gegessen? Ich weiß nicht, vielleicht hier? Da bin... Oh Gott, das bin... das Buch, der Nackte, ist mein Lieblingsbuch. Der Tobi kommt da drin vor. Was habe ich da noch? Er hat gesagt, die Mediziner, der ist eine Flüssigkeit. Ja, aber wo ist die denn? Ist die im Kühlschrank? Nee? Nee, auch nicht? Kühlschrank? Ja, aber wo?
Auch nicht? Nee? Kannst du unter das Bett gucken? Ich weiß es nicht. Ich dachte, die Leute kennen das. Das da? Das ist doch die gute Mayo doch nur. Oder schon rausgeschmissen. Ich weiß nicht, wie das... Warte, das gibt's doch nicht. Wo ist das Ding? Hier vielleicht? Nee. Leute, Mods, könnt ihr mir kurz helfen? Flowers for Real, Medikamente mit dem Blumen fürs Begräbnis. Im weißen Umschlag in der Garderobe. Das, nee, das auch nicht. Ne? Das ist doch nicht. Im Bad lagen neben einfach eine Flasche am Boden. Im Bad lag eine Flasche am Boden? Das da? Nee, das ist doch das. Oben? Alex, wo? Da oben? Ich finde die Scheiße nicht. Kann das sein, dass es verpackt ist? Da. Nee, das auch nicht. Oben direkt über den Klamotten in der Garderobe. Wo? Hast du schon die Schubladen am Schreibtisch geöffnet? Ja! Da! Da ist nichts. Hast du sie schon eingesteckt? Habe ich schon eingesteckt? Erstmal die ganze... Du hast, glaube ich, schon zu viel in Unordnung gebracht. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon gestorben bin. Da ist nichts, da ist nichts. Da ist ein Socken. Das war der Nachtschrank. Inventar vielleicht. Ich habe kein Inventar. Das ist kein... Das ist kein Schreibtisch. Da ist ein Schreibtisch, aber... Aber wo soll das denn sein? Da vielleicht den kranken Erik. Küche, richtig mäßige Bude. Ja gut, aber ich... Rechts. Was rechts? Schreibtisch, nicht Nachttisch. Schreibtisch, nicht Nachttisch. Das ist der Schreibtisch hier. Und da? Endlich geht mir nicht in. Hallo, Raveland. Raveland, wir stecken gerade fest und brauchen eine Hilfe. Raveland, wie geht's damit, Schatz? Da vielleicht? Ah? Oh, der blutige Mann habe ich da? There it is. Ah! First try, rein da mit dem Chili-Salz. Prost, Chat! Prost! Prost! Prost, Chat! Feels like milk, but the taste, it's like sucking on a penny. Runter damit! Danke, vielen Dank nochmal, Lateback! Danke, mein Schatz! Vielen Dank nochmal für deinen Support! Jetzt gehen wir raus, Chat! Raus! So, Skull! Eislevel, runter damit! So. Also, jetzt bin ich in der U-Bahn drin. Ey, das war noch kein Corona-Zeit-Chat. Das ist noch kein Corona-Zeit. Kein Corona-Zeit. Das merkt man eindeutig. Die Leute haben noch Leben in den Augen. Und keine Gasmaske auf. Oh. Oh, es läutet. Hallo. Oh, Jesse, der Grimoire. Ich heb mal ab. Hallo, Jesse. Hey, Simon. I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. Thanks. Hey, I should be able to come to the store after the scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris help me out. Matt from SNL? Guess you didn't hear. He's coming in full time, working the comic section. That's Ashley's job. Yeah. Well. Okay. Okay. Forget it. Du bist nicht so doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, okay. Good luck. Hope they find a way to reverse the whole, you know, dying. Dying thing? You're the worst support ever. Ich hab keine Ahnung, worum es geht bis jetzt, aber... I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down. Jesse, wir sehen dich dann in der Sauna später. Oh. Jess, Leute, heute 20 Uhr Sauna. Wer macht mit? Ich geh heute in Jesse Sauna. Josh ist auch schon dabei, bist du? Gehört kleines Fähnchen auch? Sauna, heute Sauna. Schokovampir ist auch dabei. Schokovampir bringt Sauerkraut mit. Nö. Little Map ist auch dabei, sehr schön. Austrin sie auch dabei. Die Fuchs sie auch dabei. Oh. Hello? Dr. Munchie? Da ist aber dunkel, Leute. Patrinus ist auch dabei. Nur gemischt, natürlich. Leute, ist aber dunkel. Warum ist es hier so dunkel? Handtuch ist schon gebügelt, sehr schön. This place would be busy. Weil es ist hier sehr dunkel. Oh, warte mal, mal Licht an. Oh, okay. Da ist aber, Leute, was da. Wo bin ich? Hallo, ist da wer? Oh.
Schau, wie schön. Schau, wie schön. Das ist ein Horrorspiel, das ist doch ein schönes Spiel. Ich bin in Kanada, bin ich. Lauritzburg, danke für die letzte Monat. Danke, ich danke dir fürs Zuschauen, weil du sagst danke, danke für den Stream. Ich danke dir fürs... Ein Clown? Hey, wo ist ein Clown? War ein Clown? Wo, Alex? Ist er wie irgendwo... Hab ich gerade nur gesehen? Okay, wir gehen weiter. Da hinten ist der Fernsehturm. Ja, aber wo ist der Clown? Hinter dir. Links unten. An der da. Oh, ja, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ach, herrlich. Das hat letztens der Funklab gemalt. Funklab, gell? So, Alter, Leute. Ich dachte, draußen ist da irgendwo so ein Jumpscare oder sowas. Das ist doch kein Horrorspiel, Leute. Das ist doch kein Horrorspiel. Da könnten sie aber die Decke, könnten sie auch reparieren, die Schweine. Ne? Wir gehen weiter. So, hallo? Ist aber ein schönes Spiel. Und ich, hey, ich kann doch nicht jetzt einfach fremde E-Mails lesen. Wer bin ich denn? Machen wir mal. Paul, wo bist du? Wir haben nur noch ein paar Stunden. Ich habe Simon Jared erwischt. Lass uns das durchziehen. Ich habe den Notebook an der Rezeption gesehen. Bist du schon hier? Wer bin ich, der Simon Jared? Bin ich der? Jetzt scannen. Mach dein Zeug bereit. Hi, Paul. Habe mit Pace über die Laborzeit diese Woche gesprochen. Ich konnte den Scanner für morgen früh und nochmal für Freitag buchen. Ich weiß, das macht zwar nicht viel her, aber sie haben gesagt, dass wir den leerstehenden Rezeptionsbereich als eine Art Büro benutzen könnten. Dadurch können wir in den Computer Simulationen laufen lassen. Auch den können wir dann schnell ins Labor gehen und den Scanner benutzen, wenn sie plötzlich ein Zeitfenster im Benutzungsplan auftun. Ich dachte, wir können morgen ein paar Tests laufen lassen. Wir können uns gegenseitig scannen und die Ausrüstung kennenlernen. Angeblich soll es recht einfach sein. Hoffentlich wird Dr. Aaron Peake am Freitag jemand drüber schicken. Einer ihrer Patienten hat kurz einen Autounfall. Klingt interessant. Was heißt denn, da bin ich das Versuch gar nicht hinter, oder wie? Wir sind eigentlich ausgesperrt. Im Labor Belegungsplan gab es heute ein freies Zeitfenster. Leider hat uns niemand über die Änderung der Zugangskodes informiert. Ich rief deswegen den Sicherheitsdienst an und brachte den Professor Way dazu, für unser Projekt zu bürgen. Dann bekam ich endlich so ein Oberdos. Okay, gut. Also scannen. Okay. Leute, ich habe jetzt gerade irgendeine fremde E-Mail gelesen und ich fühle mich richtig schlecht dabei. Wir gehen weiter. So. Hallo? This is the place, right? It must be. Ich darf da nicht. Oh. Manchi, mach auf, ich bin da! Let's just call Manchi real quick. Manchi, mach auf! Great. His phone turned off. Es ist wie, wenn ich die Lo anrufe, ich hab keine Zeit. Oh, warte mal, ich muss, warte. Du hast das Briefgeheimnis verletzt. Ich verletze es nochmal. Hab ich irgendwo, hallo, steht irgendwo der Code? Warte mal, steht irgendwo der Code? Jetzt hab ich wirklich Bock auf so eine Lanze noch. Wir gehen doch. Warte mal, Leute, wo ist der Code? Wo ist den Code? Darf ich nicht in die E-Mails weiterleiten, werde aber eine Notiz oder sowas hinterlassen. Unterm Tisch? Oh, warte mal. Wo ist der Tisch? Ist da der Code drin? Oh, was ist das denn? Weg mit dem Skalpell, das Gehirn kann sich selbst heilen. Das klingt nach Verschwörungstheorie, Digga. Das Gehirn verfügt über verblüffende transformative Fähigkeiten. Eine Formbarkeit, die ihm die Kompensation und sogar die Heilung von Verletzten ermöglicht. Diese Worte stammen von Paul Berg, einem Doktorand der Neurowissenschaft der York Universität von Toronto. Diese Fähigkeit sind es, die Berg und seine Kollege David Manchi, seines Zeitstudenten der Computerwissenschaft, anzuregen hoffen. Es geht darum, dem Gehirn beizubringen, das Richtige zu tun. Wir hoffen, dies mit einfachen Komponenten wie Übungen, Therapie und leichten Medikamenten zu erreichen. Manchi und Berg, also die wollen, dass ich mein Hirn heile, Antonius. Da bin ich doch richtig. Aber meinen Sie, ist schon gut, ich brauche keine Heilung. Es ist wie eine... Okay, gut, also gut. Wo ist jetzt der Dings? Der Code? Oh, da. Oh, was ist da der Code? 2501. 2501, hab schon. Hallo, okay. 2501. 2? Da sieht man wieder die, wer die Neuronen im Hirn hat. First strike, easy. Tür auf! So, bin da. Oh, was haben wir da? Das ist aber eine schöne Blumenvase. Wir gehen weiter. Keiner da. Was haben wir da? Oh, James. So weiß ich nicht. Wir gehen weiter. Was haben wir noch? Kein Fenster hier. Ein sehr trauriges Gebäude. Kann ja auch nicht rein. Oh. Hä, ich bin doch jetzt gerade im Serverraum. Hä, ich kann doch nicht einfach da jetzt so rein spazieren. Im Serverraum. Was spielst du da? Christine Eichler, Soma. Ein Horrorspiel, was sehr gut sein soll. Was, wo bin ich denn da drin? Ich kann doch nicht einfach im Server so einen Raum umgehen. Es sind halt gar keine Mitarbeiter. Hier ist halt niemand. Wo bin ich denn? Ich habe das Spiel letztes Jahr im März gezockt, einmal. Aber ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich spiele. Kein Fenster ist schon Horror. Ja, bei mir muss es...
Oh. Oh, da ist er doch. Hallo, Manchi. Oh, hi. Hey. Come in. Simon Jarrett, right? Dr. Yeah, bin ich. Well, it's just Mr. Munchie, but I'm working on it. Cherry, Cherry. Actually, you're helping me right now. Cherry. Is this part of your thesis? Cherry, wir machen Doktorarbeit. Yeah. It's a study I'm doing with my colleague Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction. A sanft. To help people like you. Sehr gut. Oh, did you take the tracer fluid? Yes. Klar. Yes, I did. Great. Danke, Cherry. Danke. Well, we can start whenever you're ready. Danke dir. Ich soll mich da jetzt hinsetzen? Mr. Manchi, soll ich mich da... Das ist das Vertrauenswürdig. Ich bin mir auch nicht sicher, Leute. Leute, wenn ich da reinsehe, der zieht mir doch die Gehirnflüssigkeit durch die Augen raus. Bin mir nicht so sicher, ob ich da rein... Wie schaut's aus? Ist alles gut gescannt? Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Hallo, Ende Keller. Have a seat. Du machst mich nervös, wenn du so sagst zu mir. Okay, ich setz mich hin. Weißt du, den Mutigen gehört die Welt nicht rein. Bin da. So, ich setz mich jetzt hin. Der Dog. So. Ey, bitte mach nicht, dass es weh tut, gell? Wie teilt doch mein Cherry Cherry? Oh, shit. Ich spiel's ein für mich bestes Spiel. Lustig, ich hab's noch nicht durchgespielt. Ich bin gespannt. Aber bis jetzt ist es ganz cool. Also ich. Okay. Leute, was machen die? Sieht nicht so nicht gemütlich aus. Oh, was ist? In Ordnung? Ich bin nervös. Der bin ich. Canada, Munchie. Genau. Born 1988, July 91. Right. Also. Version 6. Oh, good. Genau. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians okay. Thought cameras would steal their souls. Is that so? Well, let's hope they're wrong. Ready? Yeah, ja, ich bin mega. Cheese! Wo geh ich hin? Ey, mach! Hallo, ich bin. Ey, mein Gehirn ist durchgebrutzelt wie so ein altes Steak. What happened? Oh. Hello? Jenny, Mr. Munchie? 13 Monate. Oh, wo ist der Munchie hin? Munchie, wo bin ich hier? Wo bin ich? Wo bin ich? Did something go wrong? Wo bin ich? Munchie? This isn't funny. Wo bin ich? Hallo? Munchie? Es ist ein bisschen dunkel I'm not supposed to put myself in. In so Stresssituationen, sag's doch einfach. Vielen Dank doch, mein Cherry Cherry. Heute war ein schwieriger Tag. Mich auch. Heute war ein schwieriger Tag, aber jetzt in einem Simulator. Oh, danke, Cherry Cherry. Hey. Dankeschön. Vielen Dank. Anyone? Wo bin ich jetzt? Hallo, kann man hier ein Licht anmachen? Ist ein bisschen dunkel da drin. Warte mal, da ist was Rotes. Ich mach mal hier. The hell is this place? How did I get here? Ich möchte nicht sagen. Ich gehe wieder. Ich war gerade beim Kohleautomaten. Ich habe kein Kleingeld. Hat der vielleicht einen Euro oder so? Nicht? Na gut, dann kann ich auch gleich hier bleiben, wenn kein von euch. Dann kann ich auch kein Coca-Cola kaufen. Gut, dann muss ich hier eben weitermachen. Was muss ich hier machen? Ah, oder liegt da wer? Ja, was ist mit ihm passiert? Der ist so verkabelt. Girafcon, wie geht's da, mein Schatz? Schön, dass du da bist. Was haben wir da? Automatisiert Terminal Freischaltung. Oh. Luten, danke für den Prime Sub. Dankeschön, mein Schatz. Vielen Dank, gibt's mal ein Bagatell. Dankeschön. Was muss ich da machen? Warte mal, hast du mir was mitgebracht? Ich habe ja selber gekränkelt gehabt. Und hallo, Juleka, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Schildkröte, oh, die Schildkröte, jetzt verstehe ich's. Vielen Dank fürs Gibt es einen Sternrotz. Dankeschön. Und vielen Dank nochmal, Laidback und Cherry. Danke euch beiden. Dankeschön. Leute, wo bin ich hier?
Also nicht spoilern, gell? Das war eine rhetorische Frage. Oh, oh! Tyrannür, bekommst meine Taschenlampe, damit du im Spiel was siehst. Oh, Tyrannür, vielen Dank für den Support. Freut mich, dass es dir gefällt. Das ist ja schon das größte Lob. Vielen Dank, Tyrannür. Dankeschön, mein Schatz. Vielen Dank. Ich hab doch Geld gegeben. Warte mal. Zugriff Omnitool. Achso, ich hab. Das glaube ich, habe ich noch nicht. Hallo, wie komm. Warte mal. Ich komme noch nicht raus. Warte mal. Komm, muss ich da durch oder sowas? Weil das sieht ja so aus, oder? Ah! Okay, ich gehe mal vorsichtig raus. Ey, ich weiß nicht, ob ich da rein soll. Red mich voll an Duisburg. Das schaut aus wie Duisburg. Ich wollte es gerade sagen. Duisburger Bahnhofsklo, wollte ich gerade sagen. Vielen Dank, Tyrannie, für... Wo bin ich hier? Hallo? Und überall ist Wasser und sowas. Und überall ist... Überall rinnt's runter. Und kann ich da jetzt rein? Oh, ich hab was aufgemacht. Ah! So geht's auch. Okay, wo gehen wir weiter? Hallo, ist da wer? Ich höre Steps. Ich hab das letztes Jahr einmal schon gespielt, aber ich hab keine Ahnung mehr. It's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Open seal as many as you can. Rather than take any chances. Danke, danke schön, mein Schatz. Was? Warum? Warum? Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comm center. Just make sure to leave a way out of here. Okay. Me, I'll get you the data safe and sound. We just need to make sure we leave enough power running so we don't have to return. I hear that. See you back at camp. Das ist alles, man. Ich liebe Soma und ich liebe... Ey, das ist alles, man. Danke für 2 Wochen. Alle kennen das Spiel. Alle lieben das Spiel. Oh, da sind wir in der Cafeteria. Das ist alles, man. Darf ich dir einen Kaffee anbieten? Was war das? Vielen Dank für 2 Euro. Dankeschön, mein Schatz. Vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Was habe ich da? Es modert. Es modert im Gebirge. Das ist nichts Gutes. Oh, Leute, da kommt der Schleim doch von der Decke. Klotoni, danke für den Pinsel. Dankeschön. Vielen Dank. Leute, wer putzt das weg? Terror putzt es weg. Es modert, Chat. Es modert bei uns in der Kam hat irgendwer Telefon. Es modert in der Cafeteria. Okay, wir gehen weiter. Wo sind wir? Ich gehe mal aufs Klo. Ah, auch schön. Kein Spiegel habe ich da. Hallo? Na, wenigstens Klo funktioniert, ne? Bitte, so, also. Ist übrigens Mann und Frau zusammen, gell? Also, da kann jeder gehen. Mann und Frau zusammen, ne? Warum macht man das? Ist eigentlich eh schon standardmäßig Frauenmann zusammen. So, warum nicht? Oder, Chat? Seid ehrlich. Warum macht man das nicht? Zusammen. Frauenmann zusammen aufs Klo. Also, schon... Jeden seine Kabine, ne? Aber warum nicht zusammen? Ein Klo für alle. Dann ist nicht immer so lange Warteschlange bei der Frauentoilette auch, oder? Bist du deppert. Ein neues... Juleka, vielen Dank für den Prime Sub. Dankeschön für das erste Monat. Dankeschön. Unisex-Klos, na sicher. Na eben. Oder? Würde mich nicht stören. Mich auch nicht. Mich auch nicht. Weißt du, ich sag nur, bitte schauen Sie nicht mein Pipi an, aber sonst ist doch okay. Vielen Dank, Juleka. Dankeschön, mein Charles. Oh, vielen Dank. Lieber nicht mehr. Weil es Leute gibt, die doof sind. Gratul, danke für 200 Bits, dankeschön. Oh, da Laidback. Neuer Subscriber. Laidback, danke für 10 Gift, deshalb vielen Dank. Dankeschön, Laidback. Vielen Dank, gibt's mal der Laidback-Bagaktiv. Danke. Oh, Leute, was ist das? Oh, da bin ich mehr. Ich bin ein Zombie. Ist der Lohn, Leute? Vielen Dank. Danke, Laidback. Vielen Dank für 10 Gift, deshalb dankeschön. Danke an Lisa Sparsch, wenn geblödet Geld gezielt. Reicht das für deine Cola? Lisa, das reicht. Vielen Dank für 4 Euro. Dankeschön, mit Steuern reicht. Vielen Dank, Lisa, für deinen Support. Dankeschön. Und danke, Exi. Danke, Kutoni. Vielen Dank. Was ist denn jetzt los? Was ist jetzt los? Chillst du? Vielen Dank, die Early Smile. Und danke, Laidback. Danke euch beiden, Leute. Dankeschön. Die Verrückten. Ein neuer Subscriber. Vielen Dank euch. Dankeschön. Herzlich willkommen. Dankeschön. Gibt's mal ein paar Knie? Der Pitzelt wer? Ich bin ein Zombie. Vielen Dank, Leute. Ich kann doch nicht bei einem Horrorspiel. Vielen Dank euch. Dankeschön. Bis vielen Dank. Dankeschön euch, Leute. Vielen Dank. Und danke nochmal Lisa und Disney und Isval und die Radio. Dankeschön für eure Unterstützung. Was habe ich da denn?
Vielen Dank, Dankeschön. Vielen Dank, gibt's mal ein paar Kakteen. Danke an nochmal die Service, Mann. Und danke an das Lilly Honigpferd für 3 Monate. Bis und danke nochmal Laidback. Und dann Tyrannie, danke für den Brimstab. Dankeschön. Alter, gerade, Leute, jetzt muss ich, ich muss den Nerds ausmachen. Ich hab, das hab ich nur. Vielen Dank euch, Dankeschön. Vielen Dank, gerade und danke, die Fuchsi. Vielen Dank. Und danke auch nochmal, Duranie. Dankeschön. Gebt meine Pangini, Leute. Dankeschön. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Oh, wo bin ich da? Okay. Leute, vielen Dank nochmal. Dankeschön. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo. Okay, Leute, ich sollte ein bisschen mehr spielen. Was ist da? Leute, da steht der Dornenbusch. Was ist das denn für ein Ding? Der Dornenbusch! Leute, ich bin im Rosengarten, bin ich drin. Vielen Dank nochmal, Kratl, und danke, die Sölismann, und danke, Honigpad, und danke, Laidback. Danke euch, dankeschön. Sieht aus wie eine Werkstatt. Ja, aber was ist denn das für ein Gemüse da im Computer drin? Was ist denn das da? Das, glaube ich, gehört nicht so, oder? Da ist irgendwie ein Gemüse drin. Ey, bitte friss mich nicht auf oder so. Okay. Ist das neue Windows 11? Sind aktiv. Und vielen Dank, die ist die Fuchsi fürs Gifte Zappa, die wohnt hier. Dankeschön, Leute. Vielen Dank für uns abends. Danke. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Vielleicht findest du ja Eve im Rosengarten. Ey, die stehen doch alle auf. Wenn die aufstehen, bin ich richtig sauer. Hallo. Ich bin im Computer drin. Hey you. Can you talk? Ja. Can you talk like the others? Ja. Achso. Die Maschine kann reden, oder wie? Why are you like this? You want some structure, Joe? Yeah, you do. Struktur gehen? So weird. Doesn't make any sense. I'm gonna shut you down now, okay? Yeah, you're creepy as hell. Ich hab Angst, dass sich der bewegt gerade oder sowas. Er bewegt sich nicht, auch herrlich. What the fuck? Was soll das denn gerade? Was soll das denn gerade? Es war irgendwie laut. Hallo? Oh. Oh, jetzt sehe ich, der ist ausgebrochen. Die Sau. Oh. Ist der Gegner? Vielen Dank, Lissikoche, für 1000 Bitzel. Mr. Stormtrooper, danke für 1000 Bitzel. Leute, noch einmal. Vielen Dank, Graton, für 10 Gift-Zaps. Die Serviceman für 10. Und vielen Dank, Laidback, für 10. Danke euch drei. Dankeschön. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Dankeschön. Leute, ich hoffe, es ist okay, dass ich jetzt gemutet habe, Leute. Aber sonst hören die Leute vom Eurospiel nichts. Vielen Dank euch. Dankeschön. Ich kann. Wo muss ich hin? Oh, der ist da durchgegangen. Der ist da durchgerumst. Oh, 2 Hasi, nur Mutputzi. Danke für 2,50 €. Dankeschön. Vielen Dank, 2 Hasi. Dankeschön. Vielen Dank. Danke, 2 Hasi. Ich mach den Lötzlich wieder an. Ich mach's jetzt an. Okay. Vielen Dank euch. Dankeschön. Vielen Dank. Danke, 2 Hasi. Danke für den Support. Oh, viel gerade. Dankeschön, mein Schatz. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Oh, was haben wir da? Leute. Das sieht doch aus wie so. Da ist es echt nicht. Leute, das sieht aus wie so, entweder ist das ein Gemüse, entweder ist das so ein Strauch, oder ist es ein Metall? Was ist denn das? Okay, ich geh doch nochmal. Leute, was ist denn das? Ist das ein Gemüse? Was könnte das denn sein? Ich hab ein bisschen Angst gerade. Weil ich weiß halt nicht, ich kann mich nur dunkel erinnern, was passiert ist. Und irgendwas Organisches. Ich habe keine Ahnung. Hallo, was ist denn das? Hallo, haben wir eine Maschine? Keep hands clean. Oh Gott, das wird oben nicht da rein. Oh no. Oder irgendwas. Ich bin das. Was, warum soll ich wollen, wenn ich mich ducken soll, heißt es doch, da kommt doch ein Gegner. Kommt er da jetzt durch?
Kommt er da jetzt durch? Oder soll ich nachhelfen? Hallo? Ich hab nicht meine Taschenlampe in dem blöden Spiel! Es ist so dunkel! Sekura, hilf mir doch! Da ist überall ölig! Der Handwerker war wieder da! Sam, danke fürs Gibt jetzt an Mavi Mafia, danke schön! Vielen Dank, Sam, mein Schatz! Oh, ist es da oben? Kommt das runter? Ich hoffe doch nicht. Okay, also Chat, bis jetzt haben wir noch nicht. Was ist das denn? Ein geht der Gameboy! Ich hab einen Gameboy! Wunderbar! Ich hab einen Und was ist das? Der Gameboy! Das der Gameboy ist ein fortschrittliches Interface zum Zugriff, Verwaltung, Steuerung, Computer unterstützter Systeme. Die Onboard-KI bietet den Open-Source-Satz an Verhaltensweisen und Protokollen, mit denen der Benutzer Routineaktion. Oh. Sam Spade, danke für 5 Euro. Vielen Dank, danke fürs Entertainment. Ich danke dir fürs Zuschauen. Dankeschön. Sam, danke dir, mein Schatz. Warte, ich mach die Alerts wieder an. Vielen Dank, Sam. Danke, mein Schatz. Dankeschön. Und jetzt, da hier. Vielen Dank, Sam. Danke für deine Unterstützung. Dankeschön. Ich hoffe, dir geht's gut, Sam. Danke dir. Danke für den Support. Im Laufe der Zeit passt Omnitools seine Programme auf unterbewusstes Verhalten automatisch an, um Arbeitsläufe zu optimieren und Benutzerfehler zu minimieren. Das Kurzstreckensignal des Omnitools ist für grundlegende oder automatisierte Aktionen wie das Öffnen von Türen nützlich, während der Durchführung. Okay, also ich kann einfach damit Sachen aufmachen. Okay. Okay, ich habe jetzt den Gameboy. Was habe ich noch? Eine Bohrmaschine. Okay. Oh, der sieht. Oh, was ist. Was ist denn das Ekelhaftes? Da ist mal eine Weile weg und ich. You lost in Paris, wie geht's da? Ich weiß nicht, was das für ein Zombie ist, Leute. So hört sich das immer an, wenn du durchs Wohnzimmer wirfst und dir den Rücken verrenkst. Danke. Ich habe jetzt dieses Omni-Tool. Das Ekelhafte ist ein Mensch. Bist du sicher? Das ist ein Mensch? Oh, der stimmt sogar. Saftfuchs, danke für 3 Monate, dankeschön. Und vielen Dank nochmal, Samspin und 2 Hasi, danke euch beiden. Stimmt, das ist ein Mensch, Leute. Und den fehlt der Kopf. Das ist ein Mensch. Danke, Mensch, gut vor. Oh, Jonas. Danke, Dr. Apfel, danke fürs Ganze hier. Dankeschön, Dr. Apfel, wie geht's da, mein Schatz? Oh, ich habe jetzt das Omnitool. Das war ein Mensch, stimmt, das war ein Mensch. Ich hoffe, da kommt noch kein Gegner, Chat. Ich bin mir ja nicht sicher. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt so der Aufbruch ist, dass da jetzt bald ein Mensch kommt. Ich habe auch keine Taschenlampe. Okay. War das auch? Ah, shit. Ich habe nicht gedacht, dass man das was tut. Dann gehe ich halt außen rum. Hallo? Hallo, ist da wer? Ey, es ist ein bisschen dunkel und ich... Ich bin nicht mehr in dieser Hirnanstalt, wo ich war. Jetzt kommt's mir erst. Ich bin woanders. Das war nicht der Eingang, möchte ich nur kurz anmerken. Na? Diani, wie geht's dir, mein Schatz? Schön, dass du da bist. Und vielen Dank noch, mein Selbstbild und 2 Hasi. Steht wieder unter Strom. So ist es. Kann ich da rein? Hallo? Nee, kann ich nicht. Du hattest schon Sklatschitz. So ist es. Okay, warte mal. Kann ich da rein? Hallo? Vielleicht eine Simulation. Das kann sein, dass ich in den Hirnsynapsen woanders drin bin. Oh. Error. Na gut, dann kommen wir da wohl nicht so weit. okay. Wo muss ich dann hin? Vielen Dank nochmal für die 30 Gifte. Jetzt haben sie verrückt. Dankeschön euch. Vielen Dank nochmal. Noch einmal, wenn Kratlon und hier nochmal Laid Back, mein Schatz. Vielen Dank auch nochmal dir. Und noch einmal den. Wer war noch der dritte? Ich finde die gerade nicht mehr. Aber vielen Dank euch. Danke. Okay, dann. Okay. Was muss ich jetzt machen? Ich habe auf jeden Fall jetzt dieses Omni-Tool. Oh, ich dachte, da ist wieder was. Okay.
auf das Spiel kenne. Ich konnte es nicht zu Ende spielen, weil ich zu viel Angst hatte. Und nun sitze ich hier in der 19. Woche schwank und schaul. Ey, Tamles, aber nicht, dass ich dir dort schade damit, ne? Planlos und inkompetent, aber süß nennen wir ihn. Vielen Dank für den Prime-Sub, Dankeschön. Vielen Dank, du musst... Ah, was, ich muss mit den Omni-Tool an der Tür und hin und her schwenken. Ey, ich will da nicht hin. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da hin muss, wenn ich ehrlich bin. Warte, ich habe dieses Omni-Tool. Und dieses Omni-Tool kann ich doch sicher irgendwo benutzen. Ey, Leute, es modert überall. Ich sag's euch. Das ist nicht so, wie ich das gerne hab. Jetzt musst du zum Amt und einen Zugriffsantrag. In Deutschland wäre das. In Deutschland müsste ich jetzt einmal ein paar Dokumente ausfüllen überhaupt. Dass ich das Omni-Tool entnommen habe. So wie es in Deutschland. Ja, warte, ich hab hier. Muss ich da das Tool reingehen? Patch 3.0 rauf! Rauf! Lesen! Rauf! Was? Omni-Tool! Hä, was muss ich jetzt machen? Update! Hab ich keins! Ich kann nichts machen! Was? Orientierung! Aha! There needs to be at least some level of security on these things. I don't want to hear you barge into some quarantine. Ist das, wo ich bin? Sind das diese Bereiche? Oh. Virus. This is what you can do. You'll be able to use it to open doors. Basically all of them. There's something wrong or someone didn't want you in there. Then what do you do? You shove that Omni-Tool into a terminal and see if you can't get around it somehow. Ah, damit kann ich also das patchen, dann kann ich was ausmachen. Ah, ja. Just find a way. You're an engineer for crying out loud. Okay. What else? Take care of your gear. Don't be an asshole. Nein, bin ich nicht. Okay. My name is John Strohmeier, Pathos 2 security operative. Sehr schön, sehr schön. Oh, das ist er. Come see me if you got any issues. Bei Täter. Ich komm vorbei. Okay, also. Er hat ihr, also was ich rausgefunden habe, und das habe ich wegen meinen großen Hirnsynapsen. Da gibt's etwas mit einem Virus. Ein Virus da drüben. Virus da drüben, hat er gesagt. Und er ist ein Täter. Das heißt, er wird woanders sein. Er wird in einem anderen Bereich oder so sein, glaube ich, ne? Das habe ich schon rausgefunden. Wenn du das Spiel in Deutschland spielen, wäre irgendwo ein Schild mit kein Winterdienst. Betreten auf eigene Gefahr, genau. So ist es. Justin, vielen Dank für deinen Support. Ich hoffe, wir sehen sich am nächster Stream, ganz kurz. Nächster Stream ist am Dienstag. Dienstag ist ein kleiner Special Stream und er fängt circa um 18 Uhr an. Ach, oder 17:30, 18 Uhr am Dienstag. Und um 20 Uhr spiele ich dann mit der Lara Multiplayer. Also am Dienstag kleiner Special Stream. Okay, ich singe jetzt wieder mitnehmen. Ich dachte, da ist jetzt hinter mir. Okay, warte. Kann ich da jetzt irgendwas machen? Hallo, lass mich was machen. Ich kann nichts machen. Notfalls ist dem Bretzlager verbleiben. Okay, also. Kann ich das jetzt wieder mitnehmen? Update, darf nichts machen. Nichts darf ich machen. Wiederheim darf ich auch nichts machen. Also, das habe ich schon. Okay, gut. Blöde, weil ich kann sich jetzt wieder mitnehmen. Oh. Hier? Inventar? Nix. Leute. Ah, muss ich da wo drücken? Nee. Ah, warte mal hier. Oh. Was ist das denn für ein Ding? Achso, warte, alte raus, neue rein, oder wie? Warte mal, wo muss ich das denn reingeben? Hallo, ich habe hier so einen Chip. Wo gebe ich den Chip hin? Hier, da, so. Komm. Und jetzt? Leute, was mache ich? Wie mache ich das? Toolbox. Ah, Werkzeugkasten. Ah, dankeschön. Und jetzt? Kann ich den rein ins Omni-Tool? Ja, aber, achso, warte. Oh, Werkzeugchip. Und jetzt System, Omni-Tool, Werkzeugchip, Update. Reingepatcht, drei kleines Pferdchen drin bin ich. Omni-Tool bitte entfernen. Hab ich doch. Der Gameboy. Jetzt habe ich Super Mario auch schon drauf. Ich bin da. Okay, jetzt müssen wir wieder zur Tür, wo wir vor waren wahrscheinlich, ne? Okay, einfaches Spiel, Sammy. Ganz einfaches Spiel.
Plutoni, halt meine Hand und lass nie wieder los. Oh, ich mag nicht rein. Das ist sicher. Da randaliert wer. Das ist sicher wieder die Noe, die wieder das Kinderbueno sucht. Ich kenn's doch. Du musst rein. Ja, ich geh doch eh schon rein. Da, der war da nicht. Aha, da gehen wir lieber drumherum. No, lauert ihr auf. Ja, so ist es, Dr. Apfel. Okay. Ich hier rein wahrscheinlich, ne? Sind bei dir. Terro, Dani, halt meine Hand. Oh, kann ich da jetzt rein? Ah! Hey! Ich bin drin, Dominanz zeigen. Karabesch, wie geht's dir? Ich bin unter Wasser. Ah, stimmt, ich kann mich erinnern, dass da was war. Ich bin unter Wasser, Chat. Hehe. Was ist das? Achso, da kann ich wieder in den Computer rein. Ich bin unter Wasser, Chat. Aber warum bin ich unter Wasser? Oh, ich gehe wieder rein. Ey, ich bin die Amy, oder wie? Schon bereit zum Loslassen. Oh. Wo gehen wir hin? Ein Kraftwerk psychotischer Maschinen. That's cool, man. It's not Epsilon's fault it got swarmed. Whatever. Seal that thing and get back to camp already. Sie bereiten sich vor. Oder sie wollen das verlassen, weil der Virus kommt oder sowas. Was haben wir da? Ah ja, da haben wir doch schon wieder. Die Toni hat wieder gemalt. Oh, was ist das? Als wäre nichts passiert. Alles sieht unverändert aus. Alle gleichermaßen still. Das ist sicher, das versteht man sicher, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Ein Tornado und tote Fische. Okay, was haben wir da? Ein Fisch. Und wie macht der Fisch? Blub, blub. Oh, zurück und an das dicke Strukturgel, das sie nicht abschreiben können, baust Frankenfische. Haben die denn mit irgendwas rumexperimentiert oder wie? Ich glaube, so war's. Die haben sicher irgendwas rumexperimentiert da in diesem Labor da drin. Der King, vielen Dank für 12 Monate. Danke für die tolle Zeit. Ich danke dir fürs dabei sein. Du hast die tolle Zeit auch ein bisschen toller gemacht. Dankeschön, der King. Dankeschön. Herzlich willkommen. Der King, jetzt sind wir da. Und Leute, heute gehen wir schnorcheln. Ich freue mich schon. Schnorcheln und Sauna, wie ich es euch versprochen habe. Siehst du es? Wo ist die Sauna? Scheiße. Wir sind doch falsch. Security, da gehen wir rein. Okay. Kannst du helfen? Ich? Ich? Nee. Wo bin ich da jetzt? Ich weiß nicht, weil... Hallo Abenteuer TV. Was ist das denn? Oh, steck doch nicht den Finger rein! Nein! What was that? Jetzt steck doch nicht den Finger rein! It doesn't hurt anymore. Jetzt hat er seinen Finger reingesteckt. Ey, mach jetzt nicht den nächsten Schritt. Du weißt, was ich meine, du Schwein. Du. Lieber nicht. Was haben wir hier? Was ist denn das für eine Popacke da? Nee, da geht. Nee, lieber nicht. Nee. Okay, weiter geht's. Ich gehe hier rein. Hallo. Oh, wie unartig. Was ist denn das für ein Ding? Das ist doch... Ich weiß nicht, das ist mir nicht geheuer. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das angreifen sollte. Wo gehen wir hin? Okay. Wir sind da irgendwo in... Also wenn man nur den Satz hört, da kann man auch... Ich weiß nicht, von wo du redest. Und bitte nicht jetzt vor mir irgendeine Spinne oder sowas zeigen. So eine Krabbel-Roboter-Spinne mag ich gar nichts. So aus wie eine Qualle. Ja, irgendwie so eine Koralle, irgend sowas, gell? Robot Assembly. Oh. Willst du das Spiel noch durchziehen? Ich glaube, das wird sie nicht ausgehen. Ich stream bis 19 Uhr. Aber ich hätte Bock, das bald wieder weiterzuspielen. Also, ich weiß nicht. Also ich hätte schon Bock, das durchzuspielen, weil das Spiel dauert ja auch ein paar Stunden, ne? Aber heute wäre, glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht mache ich heute bis 19, 20 Uhr oder sowas. Aber mal schauen. Ne? Also ich meine, im Moment macht es mir Bock. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Hocht, was kommt von draußen? Holler rein, holler rio. Ich hatte die Hand, keine Sorge. Terror, dann die halt meine Hand.
drück sie fest, muss der schwitzige Ende gerade. So. Hallo! Ey Leute, überall ist dieses Ding da. Wisst ihr, was meine Theorie ist? Dass dieses Ding sich irgendwie ausgebreitet hat. Ich glaube, das ist dieser Virus. Not sure. Auf jeden Fall ist das hier Ding ja überall und das frisst sich ja durch jede Wand und jede Pore. Ne? Aber nicht spoilern. Aber das ist so ein bisschen meine Vermutung, weil es ist ja wirklich überall die Scheiße. Was schade fürs Wochenende, kann ja auch kein Sonntagsprojekt sein. Finde ich auch eigentlich. Also, aber... Oh, was ist da denn am Boden? Hey Leute, da liegt was am Boden. Noah, wie meinst du das, Noah? Was ist das denn? Oh! Dieser Virus saugt an ihn, oder? Hey, can you hear me? Weil, seht ihr, dieser Virus, der saugt doch an ihn. Halbwert, danke fürs Immunen, danke Schimmelschatz. Wie ist halt nochmal richtig, nur schreib's nochmal richtig bitte. Nein, nicht? Ey, dann check ich wieder ein. Hallo, ich möchte wieder reinstecken, die Wurst. Was ist nicht? Ist das angenehm oder wie? Hier. I need it. Why? Oh, it's okay. Okay, dann schenke ich es halt doch wieder rein. Ging es gut? Bist du sicher, dass dir gut ging? Hallo? Robo, bist du sicher, dass ihm. Ich bin mir nicht so sicher, ob es ihm gut ging. Du sollst es einfach als Sonntagsprojekt nächste Woche weiterspielen, weil es für eine Woche zu schade ist. Sollen wir das nächste Woche Sonntag weiterspielen? Also, wir spielen es jetzt eh noch, aber sollen wir es am Sonntag weiterspielen? Ich mach mal Licht hier. Hallo? Als ich hier drinnen war, ging es hier besser. Ach so. Leute, ihr kleinen Schweindels hier. Oh, warte mal. Bam? Okay, dann spielen wir es am Sonntag weiter. Sonntag spielen wir das jetzt. Sonntag ist unser Sonntagsprojekt für die nächsten Sonntage. Okay. Ich höre auch auf um 19 Uhr, aber wir spielen das jetzt jeden Sonntag weiter, ne? Ey, bitte, dass da jetzt nichts raufgekrabbelt kommt oder so. Hat sie gesagt. Okay, warte mal. Hallo, was haben wir hier? Okay, Funksignal blockiert, zu wenig Strom. Ja, weil der Erik wahrscheinlich wieder Computer laufen hat. Was haben wir da? Auf keinen Fall das Strukturgel-Leck berühren. Sein Effekt auf die Wow kann nicht bestätigt werden. Störfall wurde... Okay. Okay, Leute, ich glaube, hier geht es nicht mit rechten Dingen zu, wie ich das so interpretiert habe im Moment, ne? Wir sind Schweine, wer von uns will denn überall was... Gutoni, das lese ich nicht vor. Gutoni, du bist viel zu unschuldig, Gutoni. So, warte, kann ich hier irgendwo drücken? Nee, was macht das? Kann ich irgendwo drücken? Chat, Neraka? Vielleicht finden wir irgendwo hier schnell etwas Strom. Stimmt, vielleicht, warte mal, muss ich vielleicht das Zeug, warte mal, hier, ich hab hier was zum reinstecken. Wo stecke ich was rein? Oder, weil hier oben ist, okay, ich muss irgendwo Strom machen oder sowas, ne? Kann ich irgendwo, nee, geht nicht, hier rein, kann ich auch nicht. Leute, ich muss irgendwie Strom anmachen. Hier so? Oh, warte mal, hier ist eine Klappe offen. Da auch noch drücken? Ach so, warte mal. Ah, ich muss im richtigen Moment das drücken. Und grün. Hehe. Und hehe. Yay. Zwei asiatische Bizeps zeigen. Sehr schön. Oh, Grazucker, mein Schatz. Muss mich an die neuen Zeiten geben. Grazucker, das macht gar nichts. Grazucker, da wirst du dich auch noch gewinnen. Wie geht's dir, mein Schatz? Danke für die Bizeps. Ey, Chat, da habe ich jetzt einmal Minecraft mit RTX angemacht und den Computer zerrissen. Lieber nicht. Ich komme in den Stream und das heißt, was ich alles reinstecken. Leute, seid nicht so Schweindel. Ja, Sierra, wie geht's damit, Schatz? Okay, warte mal. Da redet wer mit mir. Hallo, wer redet mit mir? Hallo, hello, is there anyone there? Hey, can you hello? Hear me? I hear you. Absalot, what's going on? Oh, ich bin in Y. Ich bin in Y. Just sort of woke up here. In the room right now? It was like a seat with a helmet. Is that right? What's your name? I'm Simon Jarrett. Okay. And what do you?
Hört auf mich zu schrecken da! Where are you now? Someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Ins Kontrollmunikation gehe ich rein. Look, this place is not... There's something seriously wrong here. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Listen, head for the comm center. Okay, ich geh nach oben. Okay. Okay, bis später. Okay. Ey, Leute, ich... Ich hätte es doch wieder reinstecken sollen. Ah, jetzt habe ich es kaputt gemacht, Leute. Ich glaube, hier ist was nicht mit rechten Dingen. Diasra. Purple Element. Oh je. Och, im Schmelzofen bin ich jetzt auch noch. Okay, wie denn da? Drin ist immer besser. Hallo, was kann ich hier machen? Stromversorgung wiederhergestellt. Irgendwas, okay. Was hätte ich? Okay, ich hätte... Was zum Putz, sag es doch anders. Dann hätte ich es doch wieder einführen sollen oder anstöpseln. Was soll ich sonst sagen, wenn ihr so dirty minds habt? Kann ich doch nichts dafür. Was? Ich bin der. Wenn er einen Delfin sieht, kennt ihr dieses Bild? Dieses Delfin... Das, Leute, ihr, ach, das kennt ihr, das kennt ihr sicher. Ihr wisst das doch ganz genau, dieses Delfinbild, wo der eine... Auf hier dieses Delfinbild. Da, Delfinbild. Ich auf Delfinbild. Komm, Google, Delfinbild, das kennt ihr doch, das kennt ihr doch. Das kennt ihr doch, dieses Delfinbild, oder? So, das kennt ihr doch, oder? Dieses Delfinbild, da haben wir es doch. Da haben wir es doch, schau! Genau so ist es, ich habe es jetzt vor mir, ich werde euch das jetzt zeigen. So, also, das ist es, das ist genau das, was, das, dieses Delfinbild. Ja, schau, also. So, der Dirty Mind wird jetzt hier kein Delfinbild sehen. Warte mal, hier, warte mal. Also, warte, ich mach mal Re-React an. Da seht ihr es schon, das ist es. Da. Das ist das Delfinbild. Was seht ihr? Was seht ihr? Was seht ihr jetzt beim Delfinbild, hä? Also, ich sehe ein Delfin. Ein Delfin, noch ein Delfin, noch ein Delfin, noch ein Delfin, noch ein Delfin. Seht ihr es? Aber die Schweindeln sehen was anderes. Und ich weiß es nicht, was ich da jetzt... Ihr seht was anderes. Ich sehe Delfine. Noch ein Delfin. Ah, das ist so ein schönes Bild. Seht ihr das? Ein Mann, der hinter einer nackten Frau kniet. Das ist ein Delfinbild. Wo, da ist ein... Das ist eine nackte Frau. Oh, das ist eine nackte Frau. Das ist ein Flipper. Das ist ein Delfin. Da sieht man wieder die Dirty Minds von den richtigen Clean Minds, wie Resurrection und ich zum Beispiel. Na, wir sind die Engel, kann man sagen, Packerkiese. Ich sehe, da sind wir wieder, da sehen wir wieder die Schweindel. Ich sehe keine nackte Frau. Ich sehe mehrere Delfine. Na, so, also, Chat, so. Also, hallo Resurrection, wie geht's damit, Chat? Schön, dass du da bist. So, also, da haben wir's doch. Chrissy, gell? Nektar, ich sehe nur Thaddeus. So ist es, wenigstens einer. Das ist mehr als offensichtlich Flipper. Na, also. Wenn zwei Leute, ich denke, mehr Spaß. Ne? Ich habe nur einen Delfin gesehen und mehr nicht. So, hier ist aber laut in der Schmelzofenanlage. Okay, wir gehen mal weiter. Was ist das für ein... was ist das für ein Reddit-Tab gewesen? Oh, Final Fantasy 14. ich sehe, du kennst das Flipper. Natürlich kenne ich den Flipper. Natürlich kenne ich den Flipper. Natürlich. Oh. Ey, jetzt komme ich nicht mehr rauf. Jetzt komme ich nicht mehr rauf. Oh, jetzt bin ich runtergeplumpst. Warte mal, was haben wir da? Also, wenn ich... okay. Oh, shit! No, wer kommt da? Da kommt doch der Korallenmensch! Oh Gott, das wird die Hilfe. Oh! Hallo! Muss ich eh da lang? Wahrscheinlich, ne? Oh, ich muss, glaube ich, das Ventil drehen? Ich habe Angst vor diesem Korallengetier. Warte, ich... Dreh! Ah! Oh, shit! War das richtig? Hallo, kennt ihr? Aha, der ist sicher nur einsam. Ich glaube, der ist böse, der Dude. Oh,
Blue, danke für 15 Monate, danke schön, mein Schatz. Vielen Dank. Aui. Oh oh. Was muss ich? Muss diese. Diese. Lecker. Danke fürs dabei sein. Oh oh. Oh. Ich hab gar keine Lust mehr. Nein, ich muss da irgendwie rüber. Oh. Okay, weiter. Nee, der will nur Freunde. Ich will auch nur Freunde. Ich hab den Chat voller Freunde. Ich hab den Chat. Ich brauch keine Freunde. Was hab ich hier? Oh. Das war in. Oh, das war richtig. Oh. Hab ich's richtig gemacht? Ich hab's richtig gemacht, oder? Yeah, ich hab's richtig gemacht, oder? Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Okay, wir gehen weiter. Was hab ich da noch? Kann ich da? Oh, hallo? Oh, ich bin richtig. Ich bin, glaube ich, ich weiß noch nicht, was das mit Tee gemacht hat, aber... Ey, das berühre ich doch nicht. Leute, das berühre ich doch nicht. Da will ich doch nicht meinen Finger wieder reinstecken. Ach, scheiße. Das ist nicht richtig. Ich hatte einen Blackout. Amy Rogers, könnt ihr mich hören? Wer spricht hier? Ihr könnt ein bisschen Hilfe gebrauchen. Wer spricht hier? Leute, ich will das nicht berühren. Das will ich nicht berühren. Schokopapier. Ich will das nicht berühren. Zwei Hasi und Sam Spade. Okay, ich berühre es. Aha. Ich bin nicht so sicher, ob das ist. Oh. Finia, danke für 2 Monate. Danke, mein Schatz. Vielen Dank. Dankeschön. Und herzlich willkommen, Blumkindern. Danke für 15 Monate. Ich will das nicht berühren. Das ist. Das. Kann ich da rein? Ja, da kann ich rein, aber ich brauche noch in Daddy. Überall muss putzen, die Glieder. Ich habe doch nur meine Hand reingesteckt. Geh weg da. So, okay, was haben wir da? Lockdown Process initiated. Oh, Lockdown-Vorgang eingeleitet. Okay, also die haben einen Lockdown gemacht. Da ist Corona ausgebreitet, oder wie? Tatsch, das hast du jetzt kaputt gemacht. Ich hab's nur berührt. Oh. Was machen die denn? Die machen irgendwas. Ah ja. Was haben wir da? Der wilde Kalender von der Sam schon wieder, weil da tut sie mal in die Sam. Was haben wir da? Aha. Okay, irgendwelche Gesichter und... Irgendwelche Amy and Carl Pathos Buddies. Namens noch. Die sehen nicht aus wie Corona. Ja, da haben sie einen Lockdown haben's veranstaltet unten. Ja, okay, wir können weitergehen. Was haben wir da noch? Kann ich da rein? Oh, ich kann da rein. Hallo! Amy, bist du das? Was ist mein Pilotensitz mit. Was ist passiert? Was zum Geist mit mir passiert? Hallo? Was bist du? Bist du blind? Ich bin's, Karl. Karl Semken, Robotermechaniker. Kommt dir irgendwas davon bekannt vor? Wow, danke, dass du hier bist. Ich wüsste ja nicht, dass ich total fertig auf die Boden bin oder so. Ja, ich kann dich doch hören, Karl. Was ist los, Karl? Ganz kurz. Nicht spoilern. Bitte nicht spoilern. Egal, was ich sage, nicht sagen Bingo oder irgendwas. Aber kann das sein, dass... Entweder das ist eine Maschine, mit die glaubt, dass ein Mensch ist, oder da drin ist ein Mensch. Das ist meine Vermutung gerade. Nicht spoilern. Kein Avocado-Brot, danke. Are you human? Bist du ein Mensch? Scheiße, bist du durch meinen Körper drauf gekommen? Ich versuche krampfhaft es geheim zu halten. Ja, ich bin ein Mensch. My name is Simon. Do you know anything about this place? Oh, you're new. That makes us slightly less weird. Dann ist es doch ein Mensch. I'm obviously hurt. If you see anyone else around, just tell them where I am. Okay. Also, dann ist es doch ein Mensch. Na dann, was bist du genau? Exactly. Are you for real? Jetzt, ich bin direkt hier. Siehst du mich winken? Ich schaue meine Hände an. Nee, guck. Er muss doch sehen, dass er eine Maschine ist, oder? Okay. I'm not seeing it. I see a machine, a robot talking. What the hell are you looking at? I'm here. See? Okay. I just didn't expect you to look like that. Also er glaubt, dass ein Mensch ist, aber weiß es nicht. Also er ist eine Maschine, aber er glaubt, dass ein Mensch ist. Du hast mich verletzt, bin mir nicht sicher. Ich hatte einen ziemlich fiesen Blackout, kann mich nicht erinnern, wie ich hergekommen bin.
Oder ist das Gehirn drin? Das kann auch sein. UH? A universal helper. You know, a robot like these things, but livelier. Anyway, I was just dealing with some heat shields and that's my last clear memory. Okay. You were remote controlling the robot. Robot. We do it all the time. Robots are too unaware to deal with some stuff. Intuition doesn't grow on motherboards, you know. Could you maybe get trapped in the robot somehow? Your mind is pretty tightly wired to the helper, but nah, pretty far-fetched. Okay, auf jeden Fall. Der glaubt, dass er eine Maschine ist. Ich rede nochmal mit ihm. Don't want to alarm you, but I think you might be trapped in a robot. Das glaube ich auch. I'm telling you, get your eyes checked. I'm right here. I see both my hands, both my feet. When you remote, all you see is like a video feed from the helper unit. Your own body is entirely out of the picture. Aber sieht er seine Hand nicht? Er muss doch sehen, dass er eine Metallhand hat. I'm really hurting here. Okay. Er hat Schmerzen, Gehilfe holen. Ja, was soll ich denn tun? Okay, also Leute, schön, dass ihr... Sind wir noch menschlich? Kannst du dich ansehen, Putzi? Ja, kann ich. Kann ich. Okay, warte mal, was kann ich hier machen? Kann ich irgendwas drücken? Ja, ich komm doch gleich, halt dein Schnauze. So, also, was kann ich hier was machen? Offline, Warnung, Online, Warnung. Okay, gut, kann ich auch nichts machen. Lenn ich zu gut, hab sehr lange mit meinem Freund gesprochen, mit dem ich... Oh, Melonenmilz, ich hoffe, es wird wieder. Melonenmilz, ich hoffe, es wird wieder. Manch, wir streiten alle. Oh, scheiße mal, wo bin ich jetzt hier? Wirf eine Tasse. Okay, was? Ey, da ich schau, aber da liegen doch noch Menschen. Das heißt nicht, okay, alle sind Roboter. Hallo, hallo, mein kleiner Prop. Oh, der hat keine Augen mehr. Der hat keine Augen mehr. Oh, das Samken Karl war das. Oh, okay, danke, Mr. Samken. Ich gehe in die Gedanken von ihm rein. Did you get the final backup turbos going? Everything is wired evenly. We've hedged our bets as much as we possibly can. So that's it? Enough power to run Pathos 2 until the next apocalypse. Okay. We're ready to go. I really hope we didn't mess anything up. I don't want to have to come back here again. Relax, it's over. We're going to Theta. Maybe we should seal more blocks. I don't trust the helpers to let this place run in peace. We've sealed everything. Everything from the barracks to the comm center. If anyone ever sets their foot here again, they're going to have a hell of a time getting around. Ah! Die Leute sagen gerade, der Roboter hieß auch Karl. Und er heißt auch Karl. Ist, ohne zu spoilern, nicht spoilern, aber kann der Typ der Roboter sein? Nicht spoilern. Aber das Bewusstsein von dem Dude ist in dem Roboter drin. Nur mal so eine Vermutung. Nicht spoilern, nicht spoilern. Aber das ist gerade irgendwie meine Vermutung. Vielleicht ist es die AI, ja, irgend sowas. Ich habe keine Ahnung, ist da wer drin? Hallo? Oh, okay, also. Ich weiß wenig. Aber das ist gerade so meine Vermutung. Weil der ist ja gestorben. Der wurde ja angegriffen. Das hat man ja gehört. Da kam ja so ein Monster. Und, da kam ja... Warte, was ist das denn? Täter, turn around. Täter sofort umkehren. Wir haben Y versiegelt, um den weiteren Betrieb zu gewährleisten. Okay, also Y wurde von diesem Virus, von diesem inneren Virus, glaube ich, gefangen oder sowas, ne? Oh, das ist Azago Amy. Das ist Amy. Oh, shit. Kannst du mit Karl drüber reden? Das ist eine gute Idee. Das probiere ich gleich mal. Die Antwort auf deine Frage ist Kichererbsen. Dankeschön. Versuche ihn drauf. Genau, ich wollte ihn mal drauf ansprechen. Ich weiß aber nicht, ob es geht, aber ich versuch's mal. Ich kann das Spiel nicht, aber ich. So, kann ich mit ihm reden? Nee, kann ich nicht. Also, ich kann ihn nicht drauf ansprechen. Was kann ich da machen? Was hab ich jetzt gemacht? Please tell Amy. I need help. Ey, ich wollte doch nicht wehtun. I'm sorry. I think I pulled the wrong lever. Es tut mir leid. Don't sweat it. Just get me a doctor. Okay. Putzi, was machst du? Ich wusste es doch nicht. Panic make more sense? You're trying to be fucking funny? Get me a medic. Weil er nass geworden ist? Wurde er nass? But you're a robot. Really?
The robots have legs, hands, a face. You're delusional. Okay, calm down. I won't... Get some fucking help! Go tell the others. Oh Gott, okay, also, die Fuchs, die sagt gerade, sie erinnert sich an das letzte Mal, aber ich will ihn doch nicht töten, also, dann lasse ich den Hebel einfach unten. Kann ich da rein? Nee, da kann ich nicht rein, kann ich darauf? Da muss ich darauf. Hallo, ich komme jetzt darauf. Okay, ich komme schon, aber Karl, es ist sowas von ihm nicht klar. Es ist ihm anscheinend nicht bewusst, dass er... Oh, da ist Wasser drin. Oh. Okay, da kann ich, komme ich anscheinend nicht durch. Kann ich hier rein? Hallo? Kann ich auch nicht rein. Okay. Hallo, Wolzins, wie geht's da, mein Schatz? Okay, dann erzählen wir es halt den anderen Bodenstaubsaugern. So ist es. Ey, okay. Also, ich glaube, ich meine... Aber wie komme ich dann rein? Also... Wie komme ich dann rein? Also, wenn ich... Kann ich hier rauf? Nee, kann ich auch nicht machen. Ich komme von unten. Kann ich hier irgendwas machen? Ja, Computer überall. Was soll ich tun? Leute, was soll ich tun? Ich glaube, das Einzige, was ich machen kann... Ja, ich glaube, das Einzige, was ich machen kann, ist um den Hebel ziehen, oder? Warum schreit er denn so eigentlich? Was? Out Soldier, pass auf dich auf! Was soll ich denn tun? So muss doch der Robo erst nicht leiden. Aber was soll ich denn tun? Es tut mir leid, ich will dir doch nicht weh. Tut mir, kleiner Roboter. Denk an den Stromkabel. Autsch. Ich glaube, du brauchst den Strom. Ach so! Ach so, wenn ich das abschalte... Der frisst gerade meinen Strom weg, das Drecks. Der frisst gerade meinen Strom. Und ich brauche den Strom für was anderes, oder? ID-Nummern. Oder? Nicht nochmal. Ja, ich will doch nicht machen. Oder? Vielleicht will es ihn beten. Dann tötet es. Wie kann er nur? Soll ich das jetzt machen? Halt ihn durch! Ich komm gleich! Ja! Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich dann tun? Probier doch mal, um sicher zu gehen. Ja, es tut mir so leid. Ich will dir doch nicht wehtun. You okay? Es tut mir leid. Oh, er redet nicht mehr mit mir. Can you hear me? Dort ist eine ID. Oh, ich hatte eine ID. Sorry. Ich habe gedacht, das ist das, was ich machen muss. Ich dachte. Okay, ID. Papier. Ich habe eine ID. Okay, ID. Leute, was ist meine ID? Oh, warte mal. Okay, Leute, habt euch die ID gemerkt? Ich gehe mal zum Karl. Oh, hallo, Ariel Kiona. Wie geht's damit, Chat? Schön, dass du da bist. Würde ich mich auch nicht mehr machen, wenn wir... Ja, das tut mir leid. Okay, Leute. 0815. Kleines Feindchen, ich glaube, du lügst. Okay. 0722. Danke, Saftfuchs, mein Schatz. Dankeschön. Okay, nochmal die Reihenfolge. Zuerst rausfinden, was zu tun ist, dann Hebel umlegen. Dann machen wir. 0722. Okay, Chat. Also, als erster 0722. Okay, so. Ändern. 0... Nee, Blödsinn. 0722. Okay. Ja, ich bin der Karl, bin drin. Okay, also. Oh, E-Mail. Okay. Stromproduktion wurde gesichtet. Wir haben die Fabriken versiegelt, damit das Werk weiterläuft. Alle überflüssigen Systeme wurden abgeschaltet. Sollte jemals irgendjemand zurückkehren müssen, dann bitte nicht vergessen, dass der Stromflussregler quasi am seidenen Faden hängt. Wenn der Schaltung gelegt wird, ist es dann wahrscheinlich gewesen. Ah ja. Und das heißt, ich sende einfach mal. Gut, ich sende einfach mal zurück. Nochmal Saft abdrehen. Ich glaube, ich Power Manager. Oh, zu wenig Strom. Keine Lösung gefunden. Okay. Lager an. Okay, Lager. Stromflussregler machen wir alles an. Okay. Personal. Okay. Und ausloggen. Okay, gut. Dann nehmen wir das eine jetzt mal. Okay, zurück. Also, wir haben das eine. Ich habe das Lager aufgemacht. Oh, warte mal. Da ist aber dunkel drin. Einchen. Was haben wir da? Also, Chat, ich lese vor. Jetzt sind wir. Karl, niemand wird es merken, wenn der andere verschwindet. Okay.
Diese Blackbox ist ein Präzisioninstrument zur Beobachtung ihrer allgemeinen Verfassung. Sie misst viele Daten von der Körpertemperatur bis zur Aktivität der Hirnstromwellen. Da habe ich sehr viele davon, da sind die Computer immer überlastet. Diese Informationen werden kontinuierlich an Wau gesendet, der Aufsichtseinheit von Pathos, damit ihnen die Station... Halten Sie mal die Schnauze da hinten! In jeder Situation jeder das angemessene Klima bereitstellen kann. Für Option und Leistung folgen Sie bitte den Anweisungen. Okay, gut, mach ich doch. Okay. Was ist das denn? Was ist denn das? Da ist eine Glühbirne. Was habe ich hier noch? Ein USB-Stick. Sei doch mal leise hier. Was habe ich hier noch? Okay. Habe ich hier sonst nichts drin? Das war's? Danke, Herr. Eine Fuse. Ja, aber Leute, brauche ich das? Brauche ich dieses Ding? Brauche ich das? Hallo, Mörax, wie geht's dir? Ich meine, ich habe so ein Ding. Ich meine, ich leg's mal dahin. Oh. Brauche ich das? Eine Fuse? Ich weiß es nicht. Hallo, Tobias, jetzt bin ich Tobi. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Wow, was? Wow, er hat mein Danke vorgelesen. Hä? Ich versuche immer den Chat zu lesen. Also, ich versuche immer alles zu lesen. Wenn ich kann. Ich kann natürlich nicht immer, aber ich versuche den Großteil immer zu lesen. Vielleicht will Karl sie. Ich kann ihn fragen, wenn er es will. Okay, warte, was haben wir da? Was haben wir da? Azaru Amy. Azaru Amy, okay. Also Leute, ID schreibt's auf 0735. 0735. Leute, wir spielen das Spiel nächsten Sonntag weiter. 0735. Brauchen wir lieber Fuß in den Game? Okay, also. Das war nett gemeint. Nee! Ich weiß nicht, dass es nett gemeint war, aber ich versuch's immer. Ich weiß, dass es nett gemeint war. Mark Midfield, danke fürs ganze Jahr. Dankeschön. Vielen Dank fürs Verbundete. Vielen Dank. Dankeschön. Leute, wie war das? 0735. 0735. Okay, also. Okay. Amy Azau! Das Reichstückchen. Danke für den Monat der Reichstückchen. Dankeschön, mein Schatz. Dankeschön, Leute. Ich da. Also. Gute Arbeit. Versucht alle Backup-Turbos in Betrieb zu nehmen und die Produktion auf 60% zu drosseln. Angesichts all der Evakuierungen können wir mit einem leisen und gleichmäßigen Summen überleben. Gibt keinen Grund, das System stark zu belasten. 20 bis 25 Jahre Produktion sollten möglich sein, bevor wir wieder auf die Turbos zurückgreifen müssen. Die Roboter werden überall in Pathos immer unberechenbarer und leider gibt es keinen visuellen Notausschalter. Da wir wohl nicht nach Y zurückkehren werden, könntest du es mit dem versiegelten Sektor probieren. Okay, gut, also. Wir haben es geschafft, die meisten Backup-Turbos zu verlinken und alle Generationen zu aktivieren. Y sollte noch mindestens ein Jahrzehnt Strom produzieren können, bevor uns die Abzugschicht durchzubrennen beginnen. Die schlechte Nachricht ist, dass er mit den Maschinen schlimmer wird. Wir haben keine Lösung zu ermitteln, versucht sie alle abzuschalten, aber angesichts der riesigen Mengen Einheiten bei Y sieht es nicht gut aus. Ich mache, okay, irgendwie mit dem Stromproblem da unten oder sowas, ihnen geht die Zeit aus, was ich so merke. Kann ich die Sachen anmachen? Zu wenig Strom. Okay, also die haben alle, also zu wenig Strom. Personal, okay, also dann auslaufen. Okay, zurück und fertig. Was muss, warte, ich habe hier dieses Ding da. Warte mal, wo ist es? Jetzt habe ich es verloren. Okay, egal, wir gehen weiter. Lebt Karl eigentlich noch? Ich glaube, er lebt noch. Ja, ich glaube, er macht noch Geräusche. Hallo Karl. Hallo Karl. Hallo. Was muss ich denn tun jetzt, Chat? Muss ich jetzt doch den Strom ausmachen? Okay. Ich weiß es nicht, es tut mir leid, aber... Und... Legt sich jetzt mal den Schalter zu, ob er das Essen aber noch lebt. Das ist der Gierchen, was mit... Okay, nee, was soll ich denn tun? Es tut mir leid, Karl! Can you hear me? Karl, es tut mir leid, ich will das doch nicht machen, Karl! Leute, was muss ich machen? Hallo, Game, bin zurück, was ist passiert? Alex, ich bin gerade rauszufinden. Ich will niemanden töten. Es gibt keinen Strom und ich glaube, der Karl frisst den ganzen Strom und deswegen muss ich irgendwo durch, glaube ich, oder so. Am PC hast du noch zwei Räume geöffnet. Ah, du hast recht, einen zweiten Raum. Okay, warte, ich drücke einfach mal. Oh, ich will doch schon nicht wieder was reinstecken da! Oh nee! Oh nee, ich will auch nicht schon wieder was reinstecken da! Nee, Ranka! Jetzt habe ich irgendwas kaputt auch noch gemacht. Steck es rein. Read this. Wir haben das System überlastet. Wenn dieser jemand betätigt wird, gibt es kein Zurück mehr. Wer ihn zieht, sollte einen triftigen Grund dafür haben.
Stop Power Transfer. Ah, jo. Es hat aber nichts passiert. Ich will... Es ist nicht... Tabea, wenn du... Was sind denn das für Tentakler? Da sind wir gerade im Überlegen, was das ist. Trojoko, wie geht's damit, Schatz? Oh, scheiße. Dein Freund ist wieder da. Tanz der Panther, halt mich! Tanz der Panther, schön, dass du da bist. Auch ein jahrelanger Zuschauer. Schön, dass du da bist. Was? Was hat er gesagt? Wo muss ich denn jetzt hin? Oh. Oh, 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 oh. Ist das der Karl? Ist das der Karl? Intro, Joko, wie geht's da? Kinderpinguin, danke für den Boden, danke. Es geht aber. Jagt uns etwas? Ich hab keine Ahnung, was es ist. Kinderpinguin, danke für den Sky. Danke fürs ganze Jahr, danke schön mit Shots. Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, ich sollte nicht hingehen. Ey! Ey! Karl! Ich brauch deine Hilfe, Karl! Karl! Ich habe ihn abgeschaltet. Was hat das jetzt gebracht? Ich verstehe immer noch nicht. Karl! Alle F in den Chat für Bruder Karl. Was? Ich habe jetzt... Wie konnte das passieren? Ich habe den Strommann ausgeschaltet. Aber ich weiß nicht, was ich sonst hätte tun sollen. Hier oder sowas drücken? Nee, das ist nur eine Lampe. Okay, wo muss ich jetzt nach oben da? Scheiße, ich komm da nicht durch, Leute. Ich weiß nicht. Muss ich da lang? Hallo Capybara, wie geht's dir, mein Schatz? Da ist wieder so ein Ding. Oh, wir haben alles versiegelt, alles von der Kaserne bis zur Kommunikationszentrale. Sollte jemals nochmal hier jemand reinkommen, haben wir ihnen weitergehen, aber gut, komm noch. Da ist ihm was angefallen. Da ist wieder dieses Ding da hineingefallen, diese Kabel. Lass deine verschiedenen Dinge von mir. Oh, oh, oh. Du Stück Scheiße. Das hat man nicht so nett, okay. Was hab ich hier? Was hab ich hier? Was hab ich hier? Okay. Kapibara, halt mich. Ich glaube, ich mache gerade alles falsch. Okay, was auch immer das war. Was steht hier? Kritik-System. Da hinten ist dieses Ding da. Ich glaube, der ist aber nicht so smart, glaube ich. Okay, ich gehe mal weiter. Ich bin richtig. Oh, scheiße, ich habe den Karl aber gebrutzelt, glaube ich, in der Zwischenzeit. Kann ich da jetzt durch? Nee, auch nicht. Kann ich auch nicht. Okay, aber hier? Okay. Leute, wo muss ich hin? Also, ich habe das jetzt gedrückt. Vielleicht hat der PC genügend Strom für die andere Tür. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt das runtergemacht. Kann ich das wieder raufgeben? Kann ich auch wieder rauf? Nee. Einmal unten, immer unten. Okay, also das war's jetzt. Okay. Du musst dich nochmal einloggen am PC. Okay. Jetzt habe ich dann genug Strom, oder wie? Okay, verstehe. Okay, jetzt. Ich glaube, jetzt habe ich genug Strom. Okay, Leute, jetzt. Okay, gut. Dann gehen wir da rein. Leute, wie war nochmal der Code? Leute, wie war nochmal? 0277? 0722? Nee, Leute, wie war der Code? Leute, wie geht der Code nochmal? Hast du das nicht schon mal? Ramöst Jalek im März. März 2020. 0722. Nee, komm. 07. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Bist du ein neuer Subscriber? Okay. Power Manager. Kann ich nicht. Okay, das geht jetzt auch.
Krabbenbeere, danke für 4 Monate. Dankeschön, mein Schatz. Vielen Dank. Dankeschön. Wir haben das Rabenhaus, kann sich gut erinnern, letztes Jahr schon mal gespielt, aber nicht durch. Und ich will es nochmal anfangen und diesmal durchspielen. Vielen Dank, Kapibara, für 4 Monate. Dankeschön, mein Schatz. Okay, schnell weg. Schnell weg. Kann ich da jetzt durch? Ich habe irgendwas aufgemacht. Wo habe ich denn das aufgemacht gerade, Chat? Wo waren das gerade? Oder oben? Ah, da. Oh. Ah. Hey. Yay. Okay. Und da oben ist aber... Da ist aber Modric wieder. Zumachen schnell. Okay. Was haben wir da? Da oben. Oh, von hinten! Hat mich gerade gebackene Kartoffelscheibe gemacht. Jetzt genieße ich dein Sinn. Von hinten, Mensch. Jetzt danke für 2 Euro. Danke für deinen Support. Dankeschön. Ich stelle die Daten wieder her. Von hinten, Mensch. Danke für 2 Monate. 2 Euro. Dankeschön. Vielen Dank. Daten wieder schön erfolgreich. Chat, wir. 27. Leute, wir befinden uns in der Zukunft. 27.04.2103. Wisst ihr, was ich glaube? Wir befinden uns in der Zukunft und ich glaube, das ist die Zukunft gerade. Nur mal so eine Idee. Vielen Dank für die Danke, mein Schatz. Okay. Hello, Peter, was it? Yes, I'm here. What's up? We're getting out. I just want to tell you that I'm going to seal the comm center now, so this is definitely the last you'll hear from us. If we don't show up in the next couple of hours, send in the cavalry. Hallo Aristokratis Official, wie geht's dir, mein Schatz? Schön, dass du da bist. Und hallo Tusselblume. Okay, vielen Dank, Morphoni. Danke für deine Unterstützung. Dankeschön. Evakuierung. Die wollen was verlassen. Aha. Okay, also die wollen... Ich habe noch nicht so ganz verstanden, worum es geht, aber das kommt sicher noch. Evakuierung, also sie wollen weg. Karl ist tot. Okay. Okay. Ich glaube, das ist nicht so wichtig, aber es ist wahrscheinlich so ein bisschen Background-Story. Hallo Black and White Kofi, wie geht's dir? Absalon, what's up? We could really use direct contact with Heather. Okay. Site Service Engineer Wolchek. Direct links are almost impossible to establish. Mm-hmm. The Lumar relays are basically junk at this point. You can send messages via the comm center. Okay. Ich glaube, das soll man auch noch nichts sagen. Also irgendwas funktioniert nicht, sind irgendwelche Probleme. Okay. Okay. Gut. Ich will... Oh nein, ich will nicht schon wieder reinstecken, da was. Nein. Bist du... Danke für Simone. Danke, Schimmerjans. Vielen Dank. Rani Burrito, wie geht's damit, Schönling? Danke, Rumpetanter, für Simone. Danke schön. Ich bin immer noch unter Wasser und ich stecke ständig irgendwo meinen Finger irgendwo rein. Das ist ja unartig. Mir geht es vor. Ah, oh, wir waren da, der Kroko. Wie geht's? Schön, dass du da bist. Oh. Lumalik unterbrochen, manuelle Eingabe. Ich gebe. Oh, was muss ich jetzt tun? Achso, dann mache ich jetzt den auf oder wo gehe ich jetzt hin? Hane Brüto, wenn ich dich. Oh, warte mal. Oh, warte, was ist das? Nordamerika, Atlantischer Ozean, Europa, Afrika. Chauncey, du magst ja weitaus bessere Überlebenschancen, aber wir haben da eine bessere Aussicht. Moment. Caddies, die sind irgendwo in Europa. Das da unten ist... Hä, London? Liebe Fräulein, mit großem Bedauern muss ich darüber befinden, dass das Büro geschlossen wird und Y und ein Pathos sich länger unterstützen kann. Bei dieser Gelegenheit in ihre Vorgesetzten Jim Adams und dem Rest des Personals danken. Sie sind wahrlich eine fantastische Gruppe und ich bin mir sicher, dass wir mit ihnen, egal wo es hingeht, weiter Erfolg haben werden. 2103. Vielen Dank, die Kat, für 9 Monate. Dankeschön, mein Schatz. Vielen Dank. Okay, da haben wir noch was. Update für die Verteidigungsmaßnahmen. Letzte Anstrengung der globalen Gemeinschaft, die Kollision doch noch zu vermeiden, sind fehlgeschlagen. Pathos 2 sollte alle möglichen Anstrengungen unternehmen, um sich auf das unmögliche Beben auf nach dem Einschlag vorbereitet zu werden. Reden die von Krieg? Aragorn, mein kleiner Buch, wie geht's dir? Danke für 200 Pixel. Dankeschön. Vielen Dank. Reden die von Krieg?
Letzte Anstrengungen der globalen Gemeinschaft, die Kollision doch noch zu vermeiden, sind fehlgeschlagen. Weißt du, Krieg und dann Beben. Also irgendeine Bombe und dann Beben? Weil so Koalition und sowas, weißt du, das ist nur meine Vermutung. Das Büro wird geschlossen, alle Anwesenden, er war gehört, ich soll dir von allen sagen, dass eine Ehe haben mit dir und Y und zu arbeiten, Gott sei Dank mehr und viel Glück mit der Apokalypse. Wir reden hier von Apokalypse. Da war eine Apokalypse. Und ich glaube... Okay, neue Vermutung. Zukunft, 2103. Zukunft. Die reden von Apokalypse evakuieren. Sind die vielleicht in der Zukunft in diese Tauchglocke da geflohen? Vielleicht ist Krieg an der Oberfläche und unten ist, haben sie es dagegen geflohen? Bist du der letzte Mensch in der Stadt? Schreckhafte. Wir sind zu Psychologen gegangen. Psychologen, dann sind wir, wir haben nämlich ein Hirnschädeltrauma gehabt und haben geblutet wie ein Schwein. Und dann sind wir Psychologe, waren wir, und dann haben wir so ein Hütchen aufgesetzt. Und dieses Hütchen, das soll unsere Hirnregionen scannen. Und auf einmal sind wir aufgewacht und waren in den Sitz drin und sind in dieser Station aufgewacht. Wir waren in der Gegenwart und sind jetzt anscheinend in der Zukunft. Und überall ist dieses Gemüse. Und jetzt, wir versuchen gerade rauszufinden, was wir ist. Und wir sind hier gerade, wir sind seit einer halben Stunde sind wir da circa. Psychologie, na was sonst? Hirnchirurgie, ich weiß nicht, wie man es nennt. Okay, Leute, also, wo muss ich hin? Steht hier irgendwo eine Nummer? Hier steht keine Nummer. Leute, was muss ich da eingeben? Ich gebe mal 2201. Nicht aufrufbar. Okay, 2202. Oh, was ist das denn? Oh. Ah, das ist ein Rätsel. Weil ich so smart bin. Oder der Psychologe war eine Erinnerung. Das kann auch sein. Gibt es noch etwas Besseres? Es ist hier. Was ist hier? Achso, ich rede gerade mit den anderen Stationen. Ich bin so in der Funkkommunikation. Okay. Okay, dann halt doch deine Schnauze, wenn du mir nichts weiteres zu sagen hast. Okay. Hey, Wole, Miss Mama. Danke für die Monate, Wole. Wole, Miss Mama, das ist aber ein Gruselspiel, gell? Nur damit du es weißt, gell? Die Tochter schaut auch zu. Danke, Wole, Miss Mama. Vielen Dank für die Monate. Dankeschön. Okay, wir sind jetzt in Alpha. Warte mal. Sehr schön. Rein da. Stand Lambada. Das tanzen wir da auch noch später. Hey, are you there? I found the dome ceiling. Oh, that's better. Simon, was it? Oh, hello! That's endlich ein erster erster Mensch, den wir sehen. Hi, Simon. I'm Catherine. Hallo, Katharina! Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Ja, wo... Where do you even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Stimmt. Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pezos 2? Ich hab gar nicht da gearbeitet. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like staff or field technicians? Nein, niemanden. Wir haben niemanden gesehen, mehr Rache. Crazy ones. Except for one. I think he said his name was Carl. He was okay, but... Oh. I'm pretty sure I accidentally killed him by turning off the power. Das glaube ich auch. Well, robots don't feel anything, so... Hä, was ist das für eine komische Kommunik... What was that? Was ist das für eine I think this place is about to collapse. Mensch, hilf mir, Crash! Mensch, hilf mir, hilf mir! Simon, komm zu Lambda! Ich komm nach Lambda! Baka, nimm meine Hand! Okay, ich komm schon, Baka, nimm meine Hand! Oh, Scheiße! Oh, shit! Wo geh ich hin? Leute, da war's. Jetzt sind wir im Wasser. Jetzt unter dem Meer! Unter dem Meer! Okay, also. Jetzt bin ich im Wasser drin. Bist du deppert? Unfug! Danke fürs erste... Oh, der Unfug! Danke fürs erste Monat, Unfug! Gebt mal den Unfug fürs erste Monat und pack euch den. Danke, Unfug! Oh, Leute, ich bin im Wasser drin. Ich ersauf doch jetzt gerade wie ein kleiner Fisch. Oh, ich atme. What the hell? How is this possible? Hey, bin ich vielleicht auch mal in der Schiene? This isn't...
Ich bin auch eine Maschine! Ich habe eine Idee. Ich sehe, ihr habt es gerade gesehen, ich habe mich auch kurz als Mensch gesehen, aber eigentlich bin ich Roboter. Nicht spoilern, aber ich habe eine Vermutung. Ganz kurz. Dieser Roboter hat sich sicher auch als Mensch gesehen. So wie wir uns gerade als Mensch gesehen haben, aber wir haben gesehen, wir sind eigentlich Roboter. Und dieser Karl, der hat sich sicher auch als Mensch gesehen, ne? Und das Ding ist aber, dass ich glaube, dass mein Bewusstsein, weil ich ja eine Maschine bin offensichtlich, ist, glaube ich, als ich bei diesem Psychologen war mit der Gehirnchirurgie-Maschine, mein Gedanken irgendwie in eine Maschine in die Zukunft gekommen. Oder? Aber warum habe ich einen Tauchanzug an? Ich habe doch gesehen, das hat doch geflimmert, dass ich ein Mensch und eine Maschine bin. Das hat man doch gesehen. Ich glaube, ihr lügt alle. Nee. Also ich weiß es nicht, ich hätte nicht spoilern, aber so interpretiere ich das gerade. Okay, jetzt gehe ich raus. Gott, das ist doch kein Tauchanzug. Ich habe doch auch so komische Würstchen da in der Hand. Jetzt bin ich unter Wasser, Chat. Das mag ich gar nicht. Ich hasse unter Wasser. Ich habe diese Trypophobie, oder wie die heißt. Trypophobie. Oh, scheiße. Diese Unterwasserangst. Diese... Oh, nee. Diese Trypophobie, oder wie die heißt. Scheiße da. Oh, nee. Trypophobia. Und sowas. Genau, die habe ich. Oh, no. Ich bin jetzt unter Wasser, Chat. Stimmt, wir sind ein Android. Ich glaube auch, dass wir ein Android sind. Bitte kenn Unterwasserspinne. Lander. Find a shuttle to Lander. Okay, ich muss nach Tabata, oder wie das heißt. Komm mir so bekannt vor, das Game. Mensch, Jimmy, das haben wir letztes Jahr mal gespielt, aber nicht durch. Und ich will es durchspielen. Deswegen haben wir wieder von neu begonnen. Also, es war letztes Jahr im März. Na, da kann sich auch keiner mehr erinnern. Cinephobia, genau die. Trypophobia ist die Angst vor Löchern. Nee, die Unterwasserphobia habe ich. Wie heißt die denn, Chat? Die, wo man unter Wasser Angst hat. Hat uns doch auch Y genannt. Und was Y mit infiziert? Oder Y war infiziert. Genau. Da sind wir rausgekommen. Okay, Leute, ich gehe weiter. Was haben wir da? Kann ich da rein? Nee. Okay. Oh, kann ich da drücken? Aber es passiert nichts. Thalassophobie. Genau die habe ich. Oh, da sind überall diese Würstchen auch, ne? Also, da sieht man doch. Ich hasse Tauchenspiel. Ich auch. Ich kenne das Game nicht. Das haben wir letztes Jahr im März gespielt. Kurz. Aber nicht durch. So, was kann ich da irgendwo weiter? Okay, ich glaube, ich muss da durch. Okay, kann ich hier was machen? Hallo? Oder muss ich hier aufs offene... Oh, ey, aufs offene Meer will ich nicht laufen. Oh, nee, da kommt doch gleich der Killerkraken. Die Phobie habe ich auch. Ich kann den Ozean gar nicht... Ich habe übrigens neues YouTube-Video heute hochgeladen. Wen es interessiert, neues YouTube-Video heute hochgeladen. Also auf meinem YouTube-Channel, wenn ihr nach dem Stream sehen wollt, ist oben. Heute habe ich es hochgeladen. Mein Baby kann jetzt... Ah! 11.11.2021! Oh, Alice Butterfly! Chat, gebt einmal der Alice Butterfly ein paar Herzen, weil der kleine Kind ist jetzt auf die Welt gekommen. Und das kleine Kind schaut gerade auch. Schöne Grüße an den Baby! Alice Butterfly, alles Gute fürs Baby! Und gib ihr einen Kuss von uns! Und die schaut auch gerade zu. Alice Butterfly, weißt du, das ist ein Horrorspiel, gell? So. Warte, ich... Hä? Höre ich da was? Okay, Alter. Was haben wir da? Wo sind wir da? Ich bin unter Wasser. Ich krieg keine Luft. Oh, und aber danke fürs Licht anmachen. Sehr nett. Hey, Kiwi Simi, danke für drei Monate. Auf das dritte Monat schon. Danke, Kiwi Simi, danke schön. Ich geh rein in die Dings. Ich geh rein, da Kiwi Simi. Täter, mich bitte kommen. Straski. Unfug. Danke nochmal für den Sub. Warte mal, Strom. Chill doch mal ein bisschen, komm mal runter mit deinen Synapsen. Oh, shit. All right, calm down. It'll be okay. Can you get back to Theta? Yeah. I think so. I'll head for the shuttle, the aux. Okay. Rooting for you. Okay. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich habe nur gehört, dass da ein bisschen eine Stresssituation unter Wasser war. Und das finde ich nicht okay. Oh, was ist das da oben? Ein Fisch? Hallo? Hey, da gibt's aber auch wenig Fische, für das, dass ich so tief unter Wasser bin. Wisst ihr, was ich gerne sehen würde? Wie's Opa... Leute, kurz. Avocado-Brot.
Avocadobrot. Wenn ich Avocadobrot sag, dann dürft ihr es mir verraten. Werde ich in dem Spiel sehen, wie es auf der Oberfläche ausschaut? Ich bin so gespannt. Ich würde so gern sehen, wie es auf der Oberfläche ausschaut. Oder wollt ihr es vielleicht gar nicht wissen? Aber ich würde so gern wissen, ob ich das mal sehe. Weil ich würde so gern auf der Oberfläche sehen. Ja. Okay, okay. Okay. Spoiler wieder vorbei. Kein Avocadobrot mehr. Okay. Okay. Aber. Was ist das denn für ein kleiner Pups? Was bist du denn, kleiner Fü? Wie viel Zeit ist vergangen? Oh, da ist ein Krebs. Du bist real. Bitte gib mir was gegen die Schmerzen. Ich bin mir nicht sicher, ob der gut ist. Der ist rot. Was bist du denn, klein, für ein kleiner Pups? Hallo. Hast du ein bisschen was übrig? Was willst du denn haben? Ich hab alles. Ich hab alles. Ich hab Wein. Ich brauche es, weißt du? Ich hab alles. Wein hab ich. Brot. Ich hab Brot, hab ich. Mit Mehl. Ich hab Brot, hab ich auch. Oh, Gottes Willen. Eine Donation. Oh, diese beiden Verrückten, du. Putz und Chichi, da hat er gesagt, Chichi, gehen wir Spachtel im beim Argentiner, ohne mich. Chichi, jetzt bin ich aber traurig, dass ohne mich. Chichi, du, vielen Dank für 10 Euro. Danke für deinen Support und Chichi, lass das schmecken. Ich hoffe, wir sehen Sie am Dienstag. Dienstag, 18 Uhr. Kleiner Sonderstream. Dienstag, gell? Dienstag ist kleiner Sonderstream. Als erster habe ich etwas, kleines Surprise. Und um 20 Uhr mit der Lara Loft. Dienstag, gell? Shishibani, ich hoffe, wir sehen sich Dienstag. Und dann am Mittwoch auch. Mittwoch 18 Uhr. Shishibani, vielen Dank für den Support. Dankeschön, mein Schatz. Dankeschön. Ich glaube, da haben wir was anderes. Ich habe aber Brot da. Und die Shishibani in Argentina. Vielen Dank, Shishibani. Danke, mein Schatz. Lassen Sie mich in Ruhe, Sie Verrückter. Okay. Vielen Dank, Shishibani, nochmal. Danke für den Support. Dankeschön. Vielen Dank. Was, wo bin ich jetzt? Oh, okay. Kann ich hier was machen? Nix. Okay. Okay. Wann kommt das schon auf YouTube? Was ist jetzt los mit dir? Jetzt komm doch mal runter, da du kleinen Pissnelke. Okay. Ich weiß nicht. Ich kann schauen, dass ich die Tage hochlade gleich. Aber heute habe ich, wie gesagt, Leute, ich habe heute ein neues YouTube-Video hochgeladen. Hat schon wer gesehen von euch? Danke, Shishibani. Danke dir nochmal für dein... Shishibani, immer wieder danke dir für deine Unterstützung. Vielen Dank für deinen unendlich großen Support jedes Mal. Danke dir ganz herzlich. Dankeschön. Ah, oh, wurde jetzt auch schon gesehen. Dankeschön. Ich helfe dir. Hallo, kleiner Pups. Hallo. Oh. Komm raus, kleiner Baby. Hallo. Hey. Nein, kannst ja noch nachholen. Hallo, hast mal einen Euro übrig? Schön, ich geb dir. Noch nicht meine, ich sag mir Corona da. Die haben jetzt bei YouTube den Like-Button den Dislike-Button weggemacht. Ne? Die haben jetzt nur. Jetzt kann man nur noch liken. Der Dislike ist jetzt weg. Was ist jetzt mit meinem kleinen Pups? Komm mit mir mit. Hab auch nicht gesehen. YouTube gibt's nach dem Stream. Samtzischen, so macht man's. Ey, noch einmal danke auch dir für deinen Support. Dankeschön. Den Dislike habe ich noch. Also bei mir sind die Dislikes schon weg. Ich kann schon nicht mehr, ich sehe sie nicht mehr. Ja, ja, die haben die Dislikes weggenommen. Also jetzt kann keiner mehr von euch bei mir haten. Aber gibt's auf Twitter gibt's ja auch keinen Dislike-Button zum Beispiel, ne? Oh, da ist schon wieder so einer. Damals gab es ihn auch nicht wie früher. Ja, damals gab es Sterne. Damals gab es Sterne. Das war zu meiner Zeit. Oh, hallo. So. Komm jetzt mit mir mit. Ich brauch dich, kleiner Pups. Du kommst jetzt mit mir mit. So, komm jetzt. Der Dislike ist nur noch für Eigentümer, für Channel sichtbar. Genau. Aber den nehmen sie weg. Aber ist eh ganz gut. Also, nee, aber wenn ich ehrlich bin, ich habe mich schon zeitweise an Dislikes auch orientiert. Wenn das Video so ein bisschen Zeitverschwendung war, dann habe ich mich da schon orientiert. Oh. Oh, danke schön. Mach auf. In einem YouTube-Video, was ist das mittlere Logo? Das sieht aus wie ein Arsch. Das weiß ich nicht gefunden. Aber ich habe es nur gefunden. Nein, mit dem Mani kaputt, ich sing für dich, denn du hast wieder gesündigt, dann kam ich, als du dich als schlimm gefürchtet, warst du nur ein Samt und Würdig kaputt. Aber, vielen Dank mit dem Mani, danke fürs Lied. Dankeschön und vielen Dank für 6 Monate, dankeschön, mein Schatz, vielen Dank. Ich glaube nur die Abonnenten, genau, nur die Abonnenten, nur ich kann die Likes und Dislikes auf meinen Channel sehen, die anderen aber nicht. Das ist aber auch okay, wenn man sich ehrlich ist, warum so, also... Also ich glaube, das Problem bei der Like-Dislike-Funktion war, dass man ganz selten das Video bewertet hat oder die Qualität des Videos, sondern
entweder die Person dahinter, wenn man sie nicht mochte, oder, ja, ich glaube, das war das größte Problem. Man hat oft die Person bewertet und nicht das Video. Weißt du, was ich meine? Und deswegen... Oh, das ist gut. Danke, es gibt den Zapatin Anero-Keks. Dankeschön. Vielen Dank. Danke, Ahani Burrito. Dankeschön, Nightmare Mane. Und vielen Dank, Machishi Mane, für deinen Support. Dankeschön. Vielen Dank. Hallo. Oh, das sind aber überall Muscheln. Das sind überall Muscheln, Chat. Let's hope the shuttle still works. Oh. Hey Leute, da will ich doch nicht rein. Da will ich doch nicht rein. Da schicke ich doch die Eisün vor. Und die Fuchsi. Die Fuchsi, du gehst vor. Weil die Fuchsi war schlimm. Where did I get a flashlight? Oh. Oh, Burrito, mein Schatz. Darum, wo kommst du denn her? Kennst du den schönen Burrito? Damit wird er mit Crossy gesüchtet. Badetag schon wieder vorbei. Ey, das sind überall Kratzer. Unsere Augen leuchten. Sind das unsere Augen? Siehst du, ich glaube, dass ich ein Roboter bin. Die Burrito. Das ist eine Frau? Ich dachte, das ist ein Er. Burrito, mein Schatz! Oh. Jackie, come in, Theta. Oh. What? I can't... Where are you now? Jackie, I'm at the shuttle. Ja, unsere Augen, wir blinzeln. Warte mal. Blinzeln wir? Achso, ich hab's abgebrochen. Ist nicht schlimm. Leute, wir blinzeln? Leute, wenn ihr seht, dass wir blinzeln, sagt's was. Okay. Putzi ist C3PO, der bin ich. Oh, ich will nicht schon wieder was reinstecken. Oh nein. Oh, nicht wieder. Bob, ich sag's doch, das war eine scheiß Idee. Bobby! Jesus Christ. What the hell? Jetzt hat's mich gebissen. Oh nein. Hä, was ist jetzt mit mir passiert? Bobby, pass auf dich auf, Bobby. Ich sag doch, dass es mich fressen will, das Schwein. Kann das sein, weil ich jetzt ein Roboter bin und vorher keiner war? Hä, macht das Sinn? Nee, das macht keinen Sinn. Aber warum willst du mich jetzt fressen, das Dreckschwein? Bobby! Oh. Aber wieso sollte ein Roboter blinzeln? Das stimmt. Hast du deine Batterie aufgeladen? Kommt da irgendwas? Nee. Bobby, pass auf dich auf. Ich freue mich, dass du da warst. Ich hoffe, wir sehen dich vielleicht am Dienstag wieder. Und danke, Bobby, für deinen Support, lieber. Dankeschön. Gleich die ganze Hand. Drogenkonsum 2100. Vielen Dank nochmal, Bobby, für deinen Support nochmal. Dankeschön, du Freund. Vielen Dank. Ich gehe einfach rein in das kleine Schlupfloch. Gehe ich doch einfach rein. Hallo? Ist da jemand? Oh, der Tunnel ist verschüttet. Oh. Oh, da modert es schon wieder. Es modert, Chat. Es modert. Okay, hallo. So, lege mal weiter. Okay. Hallo? Da quant überall raus, diese Moderkacke da. Da ist sicher rostig alles und modrig. Diese Tunnel-Metro-Flashbacks. Ja, voll. Oh. What the fuck? Entschuldigung. Jenny Blub, danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, wir sehen uns am Dienstag wieder. Hey, don't hurt me. Ich mach nichts. Was ist don't hurt me? Kann's schlimmer noch werden? Can I help? It won't let me die. Nothing is allowed to die. What happened? An accident. Fixing the power. I was going to Theta. Oh, das Ding sind ihre Lungenflügel, glaube ich, oder? Könnte das sein, dass sie da irgendwie so, dass die heute Tag auf den Türmen, dass die Exkursion machen, oder wie? Anything I can do? If you see Masters or Holland, tell them I need help. Ach, das sagt bloß. Das hätte ich da auch sagen können. Bobby, danke fürs dabei sein. Ich hoffe, es ist ja am Dienstag oder am Mittwoch. Danke fürs dabei. Bobby, und schau gerne mal ein neues Video an, wenn du willst. Danke dir, bitte. Ich will jetzt nicht die Kabel da rausziehen. Keine Sorge, Putz, ich gehe voraus und beschütze dich. Burrito, du musst mich beschützen, Bobby. Burrito. Leute, was mache ich jetzt mit der?
Ich will doch nicht die Kabel drücken. Stromreserven. Na, das soll ich? Sie wird künstlich beatmet. Stimmt, sie wird künstlich beatmet, aber dann soll ich jetzt. Soll ich die. Na, das ist Chat, soll ich die Kabel ziehen oder nicht? Ja oder nein? Das ist Amy, Karl. Wollte doch, dass du Bescheid sagst, als das Hilfe braucht. Soll ich? Alle sagen ja. Ein neuer Subscriber. Don Sinlux, danke für den ersten Monat. Dankeschön. Gibt's einmal den Don Sinlux. Ein paar Kakti. Danke für den ersten Monat. Okay. No. Shit. Are you okay? Oh nein. Okay? I don't know. I want to go home. Okay, ich steck doch wieder rein. Der Chat hat's gesagt. Steck wieder rein. Oh, ich. Okay. Oh nein. Ey, vielleicht kann ich es wieder reinstecken. Was hast du getan? Was der Chat mir befohlen hat, habe ich gemacht. Ich habe gar keinen Bock mehr. Ich gehe. Der Chat hat gesagt, ich soll es tun. Ich soll sie erlösen. So, ich erlöse sie und der Chat fragt, was hast du getan? Du Mörder. Ich habe doch nichts gemacht. Es reicht mir. Ich bin richtig sauer. Okay, wo gehe ich jetzt hin? Wir haben sie erlöst. Das sagt aber, muss ich da jetzt irgendwas drücken? Warte mal, kann ich da etwas drücken? Oh, doch. Ah, ja, siehst du, der Strom ist jetzt stabil. Alles ist gut, nachdem er tot ist. Sehr schön. Okay, jetzt kann ich irgendwo rein. Das war doch kein Leben. Ja, ich hab's. Aber der Chat hat's gemacht. Ihr habt euer Blut. Wenn die Polizei heute bei euch klingelt, dann sage ich, dass ihr wart's. Und da kommt vorbei, kleines Fähnchen, der Katze. Kleines Fähnchen, wenn du das heute siehst, dann weiß ich ganz genau, wer das war. So, endlich Ruhe, wenn das nicht mehr da ist. Die zwei Hase-Hase-Ha sagt, was alle denken. Okay, gut, wir gehen weiter. Zwei Hase-Hase haben wir heute wieder Hausaufgaben gemacht mit der kleinen Hase-Hase. Vielleicht. Geh im Spiel nach Hause und mach Livestream. Okay. Okay, Leute, achso, warte mal, da. Nee, muss ich jetzt hin. Okay. Vielleicht hätte man es ausprobieren können. Oh, Elbero, danke für 400. 400 Bits. Dankeschön, mein Schatz. Herzlich willkommen. Da kann ich jetzt rein. Wir haben nicht die Maustaste gedrückt, wir haben nur zugeschaut. Ihr seid der Mörder, da kommt jetzt nicht mehr raus, da könnt ihr jetzt schön reden. Vielen Dank, Elbero, danke schön, mein Schatz, vielen Dank. Und vielen Dank, der Shishibane ist schon weg. Okay, die geht jetzt zum Argentina, geht's ohne mich, hat's gesagt, das Schwein. So, rein da will ich. Ich will jetzt rein, lass mich rein da. Ich gehe jetzt rein, wir fahren mit der Eisenbahn. Wir fahren mit der Eisenbahn, was habe ich da für einen Zettel? Okay, das ist, oh, der bin ich, bin aber hübsch. Was habe ich hier? Ein iPad aus der Zukunft. Manifest. Aha, okay. Am Morgen des heutigen 12. Jänners schlug der Komet Telos. Da ist ein Komet eingeschlagen in die Welt. Am Morgen des heutigen 12. Jänner schlug der Komet Telos um 5:13 in den Pazifischen Ozean ein. Dieser Aufschlag ist eine der stärksten Kollisionen, die jemals in der Geschichte der Erde aufgezeichnet wurden. Alles deutet darauf hin, dass die Erdoberfläche völlig verödet ist und kein Leben mehr erhalten kann. Die einzigartige Position von Pathos 2 hat unserem Personal unvergleichliche Sicherheit geboten. Es ist zwar zu einigen Strukturschäden gekommen, jedoch waren keine Todesfälle berichtet. Zelo! Okay, der schwerste Verlust war die Wetter- und Kommunikations- Station auf der unbemannten Oberflächenplattform Omega, was unter den gegebenen Umständen ein vergleichsweise geringer Preis ist. Täter wird ein Notfallmeeting abhalten, um die Zukunft von Pathos und damit letztendlich die ganze Menschheit zu besprechen. Chat, es gab einen Meteoreinschlag auf der Erde und wir waren quasi unten in einem Bunker. Video gibt's auch? Oh. I guess it's a good thing we never had any kids. Hard enough looking my parents in the eyes. Aha. They're going to a bomb shelter upstate, by the way. Along with your dad. Okay, die sind zum Bunker gegangen. I'm guessing someone will help him send you a message somehow. I mean, I hope they will. Uh-huh. I'm not even sure you'll get this message. If you do, I want you to know, I never blamed you for following your dreams. Mach mal! Chat, verfolgt eure Träume! I was just mad it didn't fit better with what I imagined our lives would be. I really wanted the picket fence, big family, you know. I guess what I'm trying to say is... Rexel, wir hören immer noch. You?
Even though okay. It's been difficult to be separated from you, I regret nothing. Sehr schön. I'm happy. And I really wish I was able to say this without the sky falling down. Scheiße, also die ganze Welt ist am Arsch. I love you, Amy. I always have. Und ich liebe dich, mein Dennis. Okay, Chat, also. Das war eine Videobotschaft. Sowas will ich von euch auch kriegen. Aber mit sehr viel Hand, Herzen und Küsse will ich haben. So, okay, jetzt bin ich da in diesem Tunnel drin und jetzt mache ich zu, oder wie? Wann fahren wir denn jetzt endlich los? Wo fahren wir hin? Weltkaputt-Meteorit, genau. Weltkaputt-Meteorit. Achso, warte mal. Oh, da ist doch U-Bahn. Na, wenn ich das gewusst hätte, dann steige ich doch ein, ne? Hallo, ich bin der Kapitän. Oh, wo fahre ich hin? Da rein. Renn da! So. Ich setze mich hin. Hitman, ich setze mich mal bequem hin. Hitman, komm auf meine Schoß, Hitman. So, und jetzt, wo fahren wir hin? Fahren wir dann? Also hier. Nee, können wir dann fahren? Hallo? Ich würde gerne losfahren. Was haben wir hier? Nicht, dass wir dann noch von Noah, dass wir dann von Noah 1 mit dem Pfannwender bekommen, wenn wir die Liebesbriefe schicken. Kim ist ihm, aber das ist das Einzige, was ich will. Das ist der Grund, warum ich streame, wegen euren Liebesbriefchen. Okay, was kann ich jetzt sehen? Wir fahren! Hey, warum fahren wir nicht? Hey, fahr doch! Was ist das für eine Scheiße? Fahr! Was, kann ich hier drücken? Nee, hallo, Dann setze ich mich hin. Und jetzt fahr! Können wir dann mal losgehen? Ich kann nicht fahren. Ich sitze einfach nur am. Das Katana wird auch schon im Schirm genutzt. So ist es. So ist es. Muss alles Zucht und Ordnung haben. Warum fahre ich nicht los? Ich würde gerne losfahren. Schlüssel fehlt. Ja, und wo kriege ich den her? Hallo? Haben Sie irgendwo einen Schlüssel für mich? Nee. Computer sagt nein. Ja, so ist es. Habe ich irgendwo einen Schlüssel vielleicht? Hallo? Schlüssel. Nix. Wo hab ich denn? Ich hab keinen Schlüssel, Chat. Ich bin hier nicht reich. Ich hab nix. Wo ist denn der Schlüssel? Ist er da hinten? Hab ich den übersehen? Vielleicht bei der Frau, die du grausam getötet hast. Da hast du mir jetzt aber was unterstellt. Muss erst mal tanken. Hol den, hat keine Lust. Ja, Leute, geht nicht auf. Geht nicht auf, ist zu. Da kommen wir nicht rein. Deswegen wie damals beim Gymnasium, war ich auch nicht drin. Betonung auf grausam, nee, das. Warte. Entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht einen Schlüssel? Nee, haben Sie ganz andere Probleme, ha? Leute, ich brauche einen Schlüssel. Das Leben von ihr. Leute, hallo, haben wir. Hier rein? Kann ich hier rein? Nee, auch nicht. Hallo, haben Sie vielleicht einen Schlüssel hier oder sowas, ne? Haben sie gar nichts. Vielleicht hier irgendwas. Nee, auch nicht. Chat, ich brauche einen Schlüssel. Was macht wer? Die macht da Lärm. Jetzt randaliert er aber nicht. Die hat Lärm gemacht da hinten. Da war ein Schalter neben dem Knopf im Zug. Den habe ich versucht zu drücken. Denn Omnitool ist der Key. Aber ich fahre doch noch nicht. Also, ich kann nicht fahren. Ich habe es doch eingesetzt. Aber ich kann nicht fahren damit. Okay, warte mal. Ich gehe nochmal. Okay. Wir machen auch nicht mehr ganz so lange, ja, weil ich wollte nur bis 19 Uhr, ne? Und, wie gesagt, Sonntag sind jetzt neue Zeiten, 15 bis 19 Uhr am Sonntag. Ich kann hier nicht drücken, weil irgendwas ist rot. Was ist, kann ich da vielleicht? Fehlt vielleicht Strom. Ich weiß es nicht, hat Strom an? Nee, kann ich auch nicht machen. Mit Omni-Tool die Tür in der Halle öffnen. Ich kann aber nichts machen, ich kann es nicht mehr rausnehmen. Laidback, wir machen nicht mehr so lang. Da kann ich auch nicht drücken. Kann ich mitdrücken? Da kann ich auch nicht drücken, passiert nichts. Chat, da geht's nicht weiter. Aber Hitman, wir machen. Dienstag ist wieder, Mittwoch ist wieder, ne? So, weil. Sonntag wollte ich nur so kurz machen, weil ich mit. Also, kurz wäre, 4 Stunden machen wir, ne? Du musst dich, glaube ich, auf den Stuhl setzen, oder? Aber das habe ich doch gemacht. Warte mal. Oh, warte mal, kann ich. Eigentlich auch, okay. Drei Hebel am Pult. Candle Blaze, wie geht's dir, mein Schatz? Danke, dass du schreibst, Candle Blaze. Drei Hebel. Oh, da pitzelt wer. Ich bin ein Zombie.
So eine Scheiße, dass ich die nicht gesehen habe. Schokomapier, danke für den Pizzel, danke schön. Wir fahren rein. Schokomapier, danke für den Pizzel, danke, mein Schatz. Scheiße, ey, das war eine Scheiße da. Okay, wo fahren wir hin? Da, nee, wo fahren wir hin? Zu Greta, na Delta. Wo bin ich? Wo bin ich? Sie befinden sich hier. Ah, da kann ich hin. Okay, dann fahren wir hier. Lambda, Lambda, da. Hey, la, Bamba, fahren wir rein. So, jetzt fahr ich. Dankeschön, mein Pizzel, für den Pizzel, dankeschön. Danke, ganz gut. Ey, Kendall, wenn ich dich sehe, geht's mal wunderbar. Kendall, ich hoffe, dir gefällt's hier. Schön, dass du da bist und danke für dein Tipp, Kendall. Danke, Joel John. So. Okay. To Pathos 2. Pathos 2, da bin ich. To the stars. Zu euch. Oh. Aha. Ah, ja. And deep space probes. Oh. Our unique Atlantic Ocean location allows for this gigantic coil gun running longer than a marathon to safely launch projectiles without risk of damaging the payload with risky combustion. The station spans multiple sites and has a diverse group of engineers and scientists. Together they are able to produce, assemble, and launch the world's most sophisticated Raumschiffe. Warum sind wir Raumschiffe? Sind doch principal operation. Pathos 2 is also the home for multiple research projects within the marine sciences, including hydroculture, turbulence, and deep sea construction. Sehr schön, da freue ich mich doch. Lambda. Lambda. Lambda is Pathos 2's shipping dock and transportation hub. Sehr gut. There you will be able to find shuttle trains leading to all the other parts of the station. Oh, die Oberfläche. Vielleicht sehe ich dann die Sauce auf der Oberfläche. Erstmal einen Stern kolonisieren, so mache ich's. Da gehe ich hin, gebe gleich die Flagge und kaufe mir gleich ein Grundstück und Bauhaus. Mit der Pandora Light. Na sicher. Schön, also. Okay. Oh. Wer ruft an? Hallo? Ja, bitte. Oh. Hey! Hey! Ich bin richtig am Arsch, nur hilf mir! Aui! Ich hab meinen Kopf angehauen, aui! Meine Mutter hat immer gesagt, ich hab so einen schönen Kopf. Und der hab ich mir gerade angeschlagen! Okay, hallo? Putz, ey, Leute, ich bin... Krabbelt da was draußen? Ey, krabbelt da was draußen? Du hast doch alles kaputt. Oh, Leute, gerade macht's ja alle. Ich nehme mal mein Handy mit. Okay, Chat, aber ist hier nicht ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören? Wir haben eh noch kurz Talk. Wir tanken. Aber das wäre doch ein guter Part fürs nächste Sonntag, oder? Nein. Aber das wäre doch für nächsten Sonntag ein guter Einstieg. Oder? Dann hätten wir nächste Woche Sonntag einen schönen, spannenden Einstieg. Das ist, sowas ist immer besser, wenn man dann auf einmal so startet. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist perfekt. Jumper! Nein, voller Cliffhanger. Aber das ist doch geil, oder? Das ist doch, wenn du dann nächste Woche so einsteigst, dann bist du doch sofort drin in der Atmosphäre, oder? Okay, Chat, also. Doch leider ein ziemlich guter Zeitpunkt sogar. Oh, scheiße.